2020, eine Revolution. Der größte Morelo, der jemals gebaut wurde. Ja, und wir haben jemanden dabei, der aus der Geschäftsführung kommt und das Unternehmen von klein auf kennt und der uns jede Schraube und alles erzählen wird über dieses neue Fahrzeug. Er heißt Grand Empire. Das klingt ja schon mal ziemlich bedeutend, aber er selber ist ganz nett, ja. Er kommt nämlich aus Schlüsselfeld. Ich grüße dich herzlich. Hallo, servus, grüß dich, Sir. Ja, Robert Crispens, das ist doch der Wahnsinn. Du stehst jetzt hier tatsächlich in Düsseldorf auf einer Messe, wo du vor 4-5 Monaten noch nicht gedacht hättest, dass das stattfindet. Der Grand Empire auf einer Messe im Jahr 2020. Ja, das stimmt. Also das war ja vor ein paar Wochen auch noch nicht klar, ob es stattfindet oder nicht. Was aber ein wichtiges Zeichen, ich glaube, für die ganze Welt ist, dass sich so ein Konzept umsetzen lässt und wir hier exklusiv unseren Grand Empire vorstellen dürfen. Genau, ganz wichtig ist, ihr habt unglaublich eng zusammengearbeitet mit der Messe, denn die haben Unmögliches geleistet. Du hast mir erzählt, gestern habt ihr, wie viele Handschuhe habt ihr verteilt? Wir haben gestern knappe 10.000 Handschuhe verteilt bei uns am Stand. Da merkt man mal die Frequenz, die durch so einen Stand stattfindet. So, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist die Patricia. Grüß dich herzlich, Patricia. Hallo. Zeig mal deine Hände bitte. Ja, das ist die Voraussetzung, wenn man jetzt in Morelo Fahrzeuge steigt, denn es geht darum, Desinfektion, das ist das große Thema, nicht, dass ihr irgendwas beschädigen würdet, nee, das ist nicht das große Problem, sondern Desinfektion, ihr habt Handschuhe verteilt, die sind euch wirklich ausgegangen, heute Morgen habt ihr neue geholt. Genau, wir haben heute Morgen schnell reagiert und neue geholt. Desinfektion vorne vor dem Betreten des Standes ist natürlich Pflicht und dann die Handschuhe im Fahrzeug, weil man einfach an die Oberflächen kommt und da wollen wir die Oberflächen nicht verunreinigen. Ich zeig das mal gerade. Das hier ist ein sogenannter Guide. Der hat nichts anderes zu tun, um zu gucken, dass die Leute auch die Maske anhaben, ja. Und ja, tschüss. Also es ist nicht einer, die sind hier bei uns am Stand mit 4 Guides unterwegs. Die wuseln, oder? Die wuseln, sind aber wirklich aktiv. Die Besucher sind vernünftig. Die hören auch mal hin, wenn man die Maske mal ein bisschen runterzieht, dann weisen sie einfach höflich darauf hin, bitte Maske hochziehen. Das funktioniert tadellos. Also wir sind heute am 3. Messetag und ich muss ehrlich sagen, ich merke keinen Unterschied zu den vorherigen Messen. Das ist ganz wichtig. Ja, es dürfen nicht ganz so viele Leute zur Messe im Moment. Ja, das heißt, ich glaube, es ist begrenzt auf 20.000 am Tag. Es ist begrenzt auf 20.000 am Tag und der gestrige Tag und der heutige sind meines Wissens noch komplett ausverkauft. Ja, das ist gut, denn die Leute, die kommen, hast du mir erzählt, die sind unglaublich interessiert und vielleicht war es manchmal auch ein bisschen viel, muss man sagen. Also jetzt nichts gegen Leute, die gerne schauen und so weiter, aber das ist schon sehr entspannt im Moment. Ihr habt richtig Zeit für die Kunden. Also die Käuferkraft ist natürlich gestiegen, weil wenn jemand gezielt auf so eine Messe geht, dann hat er sich vorher damit auseinandergesetzt und man merkt einfach, dass die Interessentenqualität eine andere ist. Ja, ihr seid seit 10 Jahren jetzt am Markt. Ihr seid Marktführer mittlerweile in dem Segment. Das war mal eine andere Firma, aber ihr habt es geschafft, in kürzester Zeit durch die Qualität, die ihr macht, so zu überzeugen. Aber es ist nicht nur die Qualität, sondern ihr habt ein unglaublich tolles Design entwickelt. Ja, das stimmt. Wir haben hier den Grand Empire exklusiv auf dem Caravan-Salon. Du hast vorhin erwähnt, die Messe hat Unheimliches bewegt. In engster Kooperation mit dem Verband. Wir haben hier die Möglichkeit, an so einem Publikum so ein Fahrzeug vorzustellen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach. Ja, die Branche hat sich stark entwickelt. Ich sag mal, es gab das Segment ja schon länger. Das Ganze hat alles angefangen mit einem Marktsegment, was für den Führerschein C1 und C1E gebracht wurde. Also sprich den alten Dreier bis 7,5 Tonnen. Aber hier sprechen wir schon über C, oder? Das ist mindestens C, ja, wir sind hier weit über 7,5 Tonnen. Das Chassis ist ein Mercedes-Benz Actros 1853, sprich ein 18-Tonner mit 530 PS. Ja, das ist auch notwendig. Die Maschine ist unglaublich sparsam. Wenn man den Spritverbrauch sieht von dem Fahrzeug, ja, im Vergleich zu dem Gewicht, man glaubt es kaum. Nee, das stimmt. Wir haben daheim tatsächlich Wetten abgeschlossen, wie hoch der Verbrauch hier hoch sein wird. Und unser Fahrer ist das Fahrzeug mit 17,5 Litern auf Messe gefahren. So, nochmal. Das ist wichtig. Ich habe zufälligerweise gestern auch einen Liner gefilmt, auch auf Actros-Basis. Der hat mir erzählt, 19 Liter. Ich konnte es nicht glauben. Die haben eine Maschine entwickelt mit 500 PS, die 19 Liter verbraucht, ja. Und ihr habt es geschafft mit 17 Litern? Unser Fahrer ist mit 17,5 Litern auf Messe gefahren. Nochmal, 17,5 Liter? 17,5 Liter, ja, pro 100 Kilometer. Ich zeig mal das lachende Gesicht. 17,5 Liter pro 100 Kilometer, ja. Gut, das Zugfahrzeug habt ihr ja nicht gebaut. Nein, der ist ja ohne Hänger gefahren.
Ja. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja schon ein fahrender Wandschrank, den man da hat. Ja? Von Aerodynamik ist da schwer zu reden, dann geht fast senkrecht runter. Ja, also hier sind wir am Maximum. Also wir haben hier das Maximum an Breite, das Maximum an Höhe und das Maximum an Länge, was bei uns im Berg abbildbar ist. Genau. Wichtig ist ja auch die Maschinen, die ihr habt. Ich nehme an, ihr habt hier das Aluminium, was drauf ist, ist schon eine stärkere? Genau. Wir haben hier eine Wandstärke, die bis zu 1,4 mm ist. Und ich glaube, das ist auch notwendig bei so einem Fahrzeug. Die Wände und das Dach haben 50 mm in Gesamtsumme. Also auch da wieder das Maximum, was möglich ist. Patricia, komm mal kurz her. Ich habe es dir auf der Autobahn gezeigt. Guck mal da oben. Die neuen Spiegel sind keine mehr. Ah ja, stimmt, korrekt. Das sind nämlich Monitore drin. Das sind die Mirror Cams, die Originalen vom Mercedes-Benz Actros. Man sieht im Innenraum dann die Monitore, das können wir uns dann später nochmal angucken. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dann selber gefahren, das ist gewöhnungsbedürftig, aber nach den ersten 5 Kilometern war das eigentlich wieder vergessen. Also, hast du einen C-Führerschein? Ja, ich habe einen C-Führerschein. Ist das schwer? Ja, es ist Gewohnheitssache, sage ich jetzt mal, aber wenn man den ein paar Kilometer fährt, dann kommt man schnell rein. Nein, ich meine den Führerschein zu machen. Nein, war das schwer? Ist es nicht. Das war in Summe, sage ich mal, ein Aufwand von 2 Wochen. Es gibt mittlerweile viele Fahrschulen, die sich speziell auf den Wohnmobilführerschein eingestellt haben und da geht es immer sehr, sehr flott. Du hast einen C1E oder einen C? Ein C1E. Ein CE. Das heißt, mit Hänger. Du bist tatsächlich mit einer Deichsel rückwärts eingeparkt. Genau. Und das geht? Ja, im ersten Versuch. Quatsch. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, man muss sagen, du bist mit diesen Fahrzeugen groß geworden, denn du bist nämlich ein Ziehkind von Morelo. Du hast ganz jung da angefangen. Ja, das stimmt. Also der Herr Reimann, der Firmengründer von Morelo, der hat mich damals noch bei einem anderen Unternehmen als Lehrling eingestellt, aber das ist hier jetzt in Summe mein 16. Caravan-Salon. Ja, krass, oder? Wahnsinn, ja. Du bist wie alt bist du? Ich bin 34. Du hast 2 Kinder und einen Hund? Ich habe 2 Kinder und einen Hund, ja. Ja, denn Hunde und Wohnmobile, das ist ein großes Thema, da können wir gleich mal drauf eingehen. Da habt ihr auch Lösungen dafür. Der Slide-Out, ist das der von Klaus? Das ist der, den haben wir vor Jahren mit dem Klaus zusammen entwickelt, aber das ist unser eigenes Konzept. Ist euer eigener, natürlich. Aber also, ich habe es letztes Mal. Wir stellen den her bei uns in Schlüsselfeld. Aber die Entwicklung haben wir hauptsächlich mit dem Klaus Hühnerkopf gemacht, ja. Ja, das ist jetzt nur ein ganz kleines bisschen, wo der rauskommt, aber innen unvorstellbar, was das ausmacht. Das stimmt, das Raumgefühl, wenn das Slide-Out draußen ist, ist natürlich ein komplett anderes. Zumal wir hier den Wohnraum und die Küche in einem Block rausfahren. Ja, das Hightech, das heißt, die Materialien, der muss leicht sein und trotzdem stabil. Genau. So, das Besondere ist, der hat Luftdruck aufgeblasene Gummilippen, glaube ich, die auf- und abblasen. Also das ist absolutes Hightech. Genau, die Dichtung. Gibt es da irgendein Problem jemals? Habt ihr Probleme gehabt mit dem? Es gibt, ich sag mal, bei allen technischen Bauteilen sicherlich Probleme, aber die sind nicht anfällig. Sie funktionieren. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn die Leute nämlich sagen, naja, ich hätte am liebsten überhaupt keine Technik drin, da kann doch nichts kaputt gehen, dann kaufe ich mir ein MAN Deutz. Nein, aber auch die, natürlich auch die gibt es. Wir haben auch Kunden, die wollen keine elektrische Markise, sondern manuelle, kein elektrisches Hubbett, ja, sondern manuelles. Aber du kennst es ja, wir versuchen alle Träume wahrzumachen und dann gehen wir auch diesen Weg. Ja, ihr habt auch Fenster eingebaut im Slide-Out, natürlich aus Echtglas. Ja, die sind aus Echtglas, die Planken, die schwarzen, sind ebenfalls aus Echtglas. Echtglas? Echtglas, ja. Gut, das macht Sinn, wenn man da irgendwann, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass ein Baum bei der Höhe mal im Weg ist. Glas ist unheimlich robust, also nicht kratzanfällig. Ob 4 Meter breit? Hoch? Der ist knappe 4 Meter mit der Dachklimaanlage. Ja. Ja, ganz wichtiges Thema ist die Maut. Man zahlt in Frankreich pro Achse. Ihr habt nur 2 Achsen. Das ist, glaube ich, ein Novum auf 11,50 Meter hat er, oder? Der hat knappe 11,50 Meter und die Achse ist vollkommen ausreichend. Also wir reden hier von einem Chassis, das 18 Tonnen hat. Wir haben hier eine Restzuladung von 3 Tonnen. Also der Kunde darf reisefertig noch 3 Tonnen mit sich fahren. Da ist das Wasser schon drin? Da ist teilweise das Wasser schon drin, ja. Die 100 Liter Fahrstellung sind dabei. Nochmal, wie viele Tonnen? 3 Tonnen. Ist da das Auto schon drin? Nee. Der kommt noch dazu. Also je nach Ausstattung wiegt so ein Fahrzeug zwischen 900 Kilo, zwischen 850 und 1000 Kilo. Patricia, das wär's doch jetzt. Das könnte auch deine Studentenwohnung sein, oder? Ja, also auf jeden Fall. Und hinten so noch den Mini geparkt. Wieso nicht, ne? Nein, ich meinte jetzt den Kofferraum. Es gibt ja Studenten, die haben weniger Platz wie der Kofferraum hier. Ja, das kommt so an die Größe von meiner Studentenwohnung, das stimmt. Plus, minus. Ja, du studierst Journalismus. Du bist mit mir unterwegs, schon auf der ganzen Messe. Du bist absoluter Camping-Neuling. Hast jetzt viel erlebt und die Campingkunden werden ja immer jünger.
gut, das hier ist jetzt so ein, ich sag mal, ein Produkt, da brauchen wir ein bisschen Geld für. Noch hast du das nicht. Ja, leider. Aber ich nehme mal an, wenn du 600 irgendwas 1000 hättest, du würdest sofort dieses Auto kaufen und nichts anderes, oder? Ja, also direkt, auf jeden Fall. Ja, das klang sehr glaubwürdig. Aber es ist ja so, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das der absolute Oberhammer. Also wenn man sieht, ihr seid ja auch unter schwerem Kostendruck, das bedeutet, ihr habt ja keinen Individualausbau, sondern ich sag mal, man kann Sachen bestimmen, aber der Grundriss und Schnitt und so weiter, das ist gleich. Ansonsten ging das gar nicht zu dem Preis. Genau, oder? Das lässt sich bei dem Preis nicht abbilden. Wir versuchen hier Luxus in Serie abzubilden, das heißt, so ein Fahrzeug können wir maximal 25 Mal im Jahr bauen. Du kennst ja unsere Produktionslinie. Ja, kenne ich. Wir takten dieses Fahrzeug mit allen anderen und dann kann man sich nicht auf alle Wünsche einschießen. Das funktioniert nicht. Da gibt es andere Hersteller, die das sicherlich besser können. So, ich fahre ja selbst einen Morello. Die sehen uns alle so aus. Der ist jetzt nicht für die Messe so hergerichtet, sondern es soll ja auch was fürs Auge sein. Genau. Also hergerichtet, wir haben hier kurz erklärt, so die Highlights, sage ich jetzt mal, was wir in dem Fahrzeug neu haben, was damit der Kunde einfach auf Anblick sieht. Nicht jeder kann was mit einem DC-DC-Wandler anfangen. Und dann haben wir einfach kurz erklärt, wofür die Bauteile da sind. Ja, wir werden da gleich mal drauf eingehen heute. Wir haben unten drunter, ja. Wir haben hier hinter der Klappe haben wir 4x210 Ampere Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben zwei Wechselrichter mit 3 kW und nebendran einen 3,5 kW Dieselgenerator. Auf der anderen Seite sitzt eine Heizung, die auch mit Diesel betrieben wird. Da vorne sehen wir sie. Das ist eine Heizung, die bei jedem, oder eine Ölheizung, die im Keller unten steht mit 15 kW. Also wir haben hier das Maximum an Leistung reingepackt. Und bei diesem Fahrzeug erstmalig auf Gas verzichtet. Also wir haben in dem Reisemobil kein Gas. Das ist ein Trend, der bei CUVs im Moment Standard ist. Also man heizt mit Diesel. Die Vorteile sind, ich brauche kein Gas mehr. Genau. Ich habe kein Gas, ich habe keine Gasprüfung und auch die unterschiedlichen Gasqualitäten an den Tankstellen oder in den Ländern mit den verschmutzenden Filtern und nicht funktionierenden Geräten fällt somit auch weg. Ja, ich hatte wenig Probleme. Ich habe es erst seit einem Jahr, aber ich sag mal so, Gas ist bei vielen so ein bisschen, aber das Problem ist, es gibt eigentlich keine Probleme mit Gas. Also wenn man die Gasprüfung macht, die Regeln beachtet, ist Gas auch sicher, sehr sicher. Genau, wir legen bei jedem Kunden noch einen Gasfilter mit rein, der vorm Tanken einfach nochmal den Filter davor schiebt und dann funktioniert das auch. So, das ist wahrscheinlich die Sicherheitsdurchsage, die gerade kommt. Liebe Gäste, genau. Aus Sicherheitsgründen. Nee. Kann ich jetzt nach dem dritten Tag fast auswendig. Ne? So, ich zeig mal gerade die Heizung, die habt ihr da vorne abgebildet. Das ist ein Novum? Ja, also erstmalig in dem Fahrzeug sind wir vom Gas weggegangen und dann haben wir die Firma Scher natürlich einen Partner, der uns während der ganzen Entwicklung mitbegleitet hat. Und schau es dir an, das ist Wahnsinn. Das ist eine Heizung für Fahrzeuge. Das ist eine Heizung für Fahrzeuge, für Mobile. Aber das ganze Konzept ist aus der Haustechnik. Ist das irgendwie gedacht für Schiffstechnik, Bundeswehr oder wie entwickeln die das? Oder ist das eine Eigenentwicklung für euch? Nee, die Firma Scher ist ja da bekannt. Die machen große Trailer, die heizen damit große Mobile. Ob sie in der Schiffstechnik drin sind, weiß ich nicht, bin mir jetzt nicht sicher. Ich möchte auch keine Falschaussage treffen. Nee, das ist nicht so schlimm. Aber bei den großen Mobilen, also die großen Hersteller von Luxusreisemobilen, die setzen die eigentlich schon seit Jahren ein. So, also ich darf mal kurz zusammenfassen. Die Frage ist ja immer, wozu braucht man so ein großes Fahrzeug? Es wurde einiges verändert. Das bedeutet, es gibt ja Menschen, die in so einem Fahrzeug leben fest. Genau. So, und ich liebe ja schon die Technik. Ich habe ja einen kleinen Loft und die Autarkie ist richtig toll. Ich habe einen Gastank, der ganz wichtig ist. Aber ich sag mal, die Batterien, wenn ich jetzt schneide im Auto, ich habe 360 Amperestunden Lithium, das könnte mehr sein. Das mit der Heizung Diesel ist sehr praktisch, weil du brauchst dich um gar nichts mehr zu kümmern. Und geht das so in die Richtung, dass das hier der Hausersatz ist für viele, die sagen, ich lebe jetzt in dem Wohnmobil und will da, ich sag mal, Autarkie haben, pur wie in einem Haus? Also der Trend zum Caravaning, der zeichnet sich ja, ich sag mal, die letzten 5-6 Jahre schon aus. Ob das jetzt der Trend zum autark Leben im Wohnmobil ist, weiß ich nicht. Wir haben sicherlich Individualisten, die das zum Wohnraum nutzen. Wir haben aber auch teilweise, oder? Genau. Ja. Wir haben aber auch viele, die wirklich überwintern, die jetzt Portugal, Spanien da unten. Ja, das meinte ich jetzt. Das heißt, die ein halbes Jahr mal. Genau. Die über 4-5 Monate einfach im Ausland sich befinden und da keine Wohnung haben, sondern sich direkt ans Meer irgendwo platzieren. Sag mal, wenn du jetzt das sehen würdest an einem Werkzeug, ist das hier die Hilti von der Qualität?
Ja, mindestens. Also ich zeig mal so, hier, er lacht. Hallo, Herr Bielefeld, du bist hier Markenbotschafter. Ja. Ist das schön, so ein Fahrzeug zu präsentieren? Sehr schön. Warum? Ach, weil das einfach toll ist. Das Fahrzeug ist toll, die Leute sind toll, die kommen. Die sind wirklich toll, oder? Ist alles toll, finde ich ganz super. Hast du gesehen, der hat zwei Markisen oben. Ja. Das ist doch krass, oder? Das ist, also, unwahrscheinlich. Ja, gut, bei der Länge, ne? Gibt's bei der Länge geht's ja nicht anders. Geht's nicht anders. Weil ich habe ja schon, ich glaube, ich habe die längste Markise, die 7 Meter, die oben ist. Ne, sechs Meter. Und die hat zweimal sechs, oder? Das sind zweimal 5 Meter Markisen. Ja, mehr geht ja auch nicht. Das ist übrigens nochmal, hier sieht man es ganz gut, der Rückspiegel. Was natürlich richtig gut ist, aber man hat nichts mehr zum Peilen vorne, ja, das war mir immer so ganz wichtig. Wie ist denn das nach vorne zu gucken, wie geht das denn? Wir haben hier eine zusätzliche Kamera verbaut. Ja, a Birdview. Genau, wir haben hier 360 Grad Rundum-Videoüberwachung und wenn man vorne den Bordsteinspiegel sucht, dann ja, schaut man auf den Monitor. Und der bildet es genauso ab wie der Spiegel. Ja, wir müssen uns unterhalten. Wir müssen das Fahrzeug konfigurieren. Actros steht hier vorne drauf. Ja, Mercedes-Benz, das Service ist Netz. Wie wird das servitiert, das Auto? Wird das abgekippt? Oder? Nein, also wir haben hier beim Actros, ich glaube, den meistgebauten LKW der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und dementsprechend ist auch das Servicenetz aufgebaut. Nee, wenn ich ihn jetzt mache, ich habe gehört, man kann ja Führerhäuser auch entsprechend kippen für den Service. Mhm. Wie ist das hier realisiert? Wie kommt man an den Motor ran? Nein, wir kommen an den Motor von unten. Von unten? Genau. Okay. Wir haben hier eine großzügige Motorhaube, aber die Wartungsarbeiten oder Motorarbeiten, Getriebe werden von unten gemacht. Sag mal, das ist ja ein komplett... Bitte. Wir haben auch im Innenraum einen Deckel. Also das können wir uns später mal anschauen, wenn wir einen Teppich wegtun. Dann haben wir einen großzügigen Deckel, einen Wartungsdeckel. Den kann man abnehmen und kann man von oben die notwendigen Arbeiten durchführen. Wenn man gerade so lieb ist, die Hand mal neben das Schild hält. Ich will die Größe mal gerade zeigen. Ohne Handschuhe. Ohne Handschuhe. Nicht anfassen. Nee, nicht anfassen. Aber das ist jetzt beleuchtet. Ja, das ist jetzt beleuchtet, damit man auch abends sein Auto findet am Stellplatz. Ne? Fahrerassistenzsysteme, das ganz große Thema, ist natürlich eingebaut. Genau, der hat den Spurhalteassistent und den Abstandsregelautomaten hier mit drin. Notbremsung natürlich. Notbremsung, was natürlich dann das Maximum an Komfort bietet. So, ja, die Lichtanlage auch hier. Ja, Mensch, Robert, jetzt hast du mir das Ding gezeigt. Leider fehlt das Geld. So, wir gehen am besten mal rein, denn der Möbelbau ist wahrscheinlich... Oh, warte mal, das hier muss ich ja mal zeigen. Wie ist das denn zu machen? Wie macht ihr das hier mit dem... Das ist ein Werkzeug, ein Handschaumwerkzeug, was Automotive-Qualität hat. Das ist im Prinzip wie so ein Armaturenbrett im BMW, Mercedes oder im Audi, also wenn du mal anfassen willst. Ja, es geht nicht, ich habe beide Hände voll, aber es fühlt sich cool an. Es fühlt sich cool an. Ey. Es fängt an bei der Aufbautür. Das ist ein Türenhersteller, der baut Türen normalerweise für Feuerwehrfahrzeuge. Das heißt, die müssen auf und zugehen den ganzen Tag. Genau. Ihr habt überhaupt kein Problem mit dieser Tür. Das ist absolute Profitechnik. Das heißt, die sind in Krankenwagen verbaut, in Feuerwehrautos. Der Hersteller ist, ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist ja die Tür. Das ist wie eine Haustür am Haus. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren bewusst dazu entschlossen, die Tür breiter zu machen. Wir reden hier von knappen 70 Zentimetern. Und die Tür muss sich auch ohne Strom entriegeln lassen, weil es ja der einzige Fluchtweg aus dem Fahrzeug ist, neben den großen Spiegeln, Fenstern, Entschuldigung. Das hier vorne ist die Notentriegelung. Genau. So, und ich habe einen riesen Fenster mit drin, ich kann sehen, wer davor ist. Wenn du die mal kurz zumachst, wir kommen noch mal rein dann, Robert. Ja, warte. So. Jetzt muss ich hier meine Handschuhe erst anziehen, weil alle Flächen, die wir anfassen, verteilen wir die schönen Handschuhe und dann halten wir uns natürlich dran. Das ist ein gutes Konzept, finde ich. Also das mit Handschuhen, das hat man hier auf der Messe nicht überall. Nee, ich glaube, ich habe gestern mal gehört, dass wir einer der wenigen Hersteller sind, die verteilen. So, hier. Wir haben jetzt natürlich aus dem Innenraum, wir können abdunkeln. Ja. Also der Kunde oder der Besitzer entscheidet, wer was sehen darf oder was er sehen möchte. Ja. Wir können verdunkeln. Und dann hier. So, nehmen wir hier natürlich das Anschluss. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der auf meinen Finger reagiert. Nein, da fehlt die Fläche oder die Wärme des Fingers. Ja, die Tür ist aber auf. Genau. So. Rhein Composite. Genau. Das heißt, ihr arbeitet schon lange mit denen zusammen. Das ist die Premium-Tür. Die gibt es aber wahrscheinlich nur in der Ausführung für das Fahrzeug. Genau. Das ist, ich meine, das ist unheimlich teuer, solche Werkzeuge herzustellen. Für die limitierte Stückzahl, die wir im Jahr produzieren. Das ist absolute Automotive-Qualität. Super, ja. Mach nochmal auf, bitte. Jetzt ist er zu. Du hast den Code? Ich hab den Code. Er hat den Code. Ich halte mal weg.
denn das Video wird ja noch während der Messe veröffentlicht. Grand Empire. Grand oder Grand? Grand. Also wir haben uns hier bewusst für die englische Version entschieden. Wir sind beim Grand. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich reinkomme. Mal leer. Ja, es geht. Es leuchtet. Ich zeig mal gerade, wie es leuchtet. Einmal ganz kurz. Genau, das leuchtet nämlich. Man aktiviert das einfach mit dem Finger. Und dann wird der Code eingegeben, den man ihn selber ändern kann. Und habt ihr den Code? Genau, ich gebe mal ganz kurz den Code ein. Du kennst ihn auch nicht. Das ist interessant. Soll ich schnell laufen? Die Tür ist sehr sicher, oder? Die Tür ist, ja, da kommt man nicht dran. So, jetzt warte mal schnell. So, denn es gibt nämlich noch was. Ja, wir schauen jetzt mal weg. Genau. Denn ich gehe mal auf die andere Seite und du rufst mich gleich. Denn für den Fall der Fälle gibt es nämlich eine Möglichkeit, das Fahrzeug zu öffnen. Robert? Super. Wir wollen ja nicht alles verraten, oder? So. Alarmanlage ist drin, inkludiert? Wir haben hier auch eine Alarmanlage. Genau. Großes Thema zentrale Klappensteuerung. Die habt ihr natürlich hier eingebaut. Wir haben hier den Schlüssel, wenn du hier siehst. Wir können die linke und die rechte Seite absperren. Ich brauche keinen Schlüssel. Nee. Wir haben vorne die Schalter, die du gesehen hast bei den Schürzen. Und das Licht und die Klappensteuerung funktioniert dann unten über den Schalter. Wenn du mir verrätst, wie groß du bist heute. 1,80 Meter, aber in so einem Fahrzeug wächst man mal auf 2,5 Meter. Ne? Wenn du mal kurz mal stehen bleibst da und die Hand mal nach oben hebst. 1,80 Meter, das ist, glaube ich, das, was der Markt verlangt. Die Raumhöhe muss so hoch sein. Genau, wir haben hier knapp über 2 Meter Raumhöhe und man merkt es hier. Also Platz ohne Ende. Ja, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen. Vielleicht fangen wir vorne an. Genau. Es fängt an mit diesen gigantischen Spiegeln, die so gut sind, das haben mir die Fahrer erzählt, dass du dich nach kurzer Zeit, du willst nichts mehr anderes haben. Genau, also ich sage, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich bin den selber gefahren. Du merkst nach 5 Kilometern eigentlich gar nicht, dass du da irgendwie Mirrorcams dran hast. Es ist, das Gefühl ist da, als ob es nie anders wäre. Das war vor kurzem gar nicht zulässig. Ich glaube, dass die genauso wie Full LED nicht zulässig war vor 15 Jahren und so weiter, das kommt jetzt alles. Das muss ja funktionieren. Also so eine Mirrorcam, das muss absolut zuverlässig sein. Der Vorteil ist, spart wieder Sprit. Ich habe keinen Spiegel, der noch im Weg steht. Die Windgeräusche sind weg. Ich meine, die Technik entwickelt sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10 oder 15 Jahren überhaupt noch einen Außenspiegel an irgendeinem Fahrzeug sehen. Ja gut, dann fahren die auch selber. Wahrscheinlich. Fragen selber ein. Die Verarbeitungsqualität, das ist echtes Leder. Man riecht so ein bisschen, oder? Das ist echtes Leder. Also vom Armaturenbrett über die Sitze bis hinten zum Wohnraum. Alle Applikationen ist alles echt Leder. Das macht ihr alles bei euch in der Werkstatt, in Schlüsselfeld? Genau, also das komplette Cockpit beledern wir selbst. Wir haben eine Polsterei und die Sitze kaufen wir zu. Das ist ein Cockpit wie ein PKW. Du bist ihn selbst gefahren. Der fährt sich wie ein PKW vom... Nein, also man merkt hier schon... Das Volumen, ich meine, wir haben hier 530 PS, wir haben hier im Leergewicht knappe 14 Tonnen und das Gewicht merkt man. Man merkt auch das Volumen, ich meine, wir sind hier auf Busniveau unterwegs, aber er fährt sich absolut geschmeidig. Ist er leise? Ja, also die ersten, beim Motorstart habe ich mir gedacht, hoppla, und wenn der Motor dann wärmer wird, genau, ja, dann wird er ruhiger. Und er hat eine Laufruhe, das kann man sich kaum vorstellen. Du hast es vorhin mit dem PKW gesagt, also ich habe selbst auch einen Mercedes und das ist eigentlich analog. Also ich habe keinen Unterschied feststellen können. Ob der hat ein voll digitales Cockpit? Genau, das ist das MBUX von Mercedes. Ah, echt? Ja, ich steuere mit dem Finger die Einheit, mit dem Finger die Einheit. Mhm. Das ist Wahnsinn und zusätzlich kann ich natürlich mit dem Finger auf Touch. Das ist ein halbautomatisiertes Getriebe, was drin ist. Ich glaube, es geht auf jeden Fall, für dich geht es automatisch, aber ich glaube, da ist noch eine Kupplung mit drin, die automatisch bedient wird. Genau. So ist das, ja. Hier vorne haben wir die kleinen Helferlein, die mit drin sind. Der hat natürlich eine Sperre drin. Das ist auch sehr wichtig, wenn du mir kurz mal erklärst, die Sperre, wozu ist die gut? Die Sperre auf Unebenen oder ich sag mal auf Terrain, jetzt wenn ich auf dem Stellplatz bin, kann ich in der Wiese die Sperre reinmachen und dann das Auto rausarbeiten lassen. Zeig mal so ein kleines Detail. Hier steht nicht 12 Volt, hier steht 24 Volt. Das bedeutet, dass die ganze Fahrzeugtechnik auf 24 Volt ist, inklusive der Aufbaubatterien? Genau, also wir haben hier
bei eigentlich allen Chassis, die wir verbauen, 24 Volt, also alles über 7,5 Tonnen ist auf 24 Volt ausgelegt. Das ist beim LKW so. Die Chassisbatterie funktioniert mit 22 Volt, aber die Innenraumbeleuchtung, also wenn wir in den Wohnraum gehen, da switchen wir wieder auf 12 Volt. Der Fernseher ist auf 12 Volt und die Steckdosen natürlich auf 230 Volt. Also was mir auffällt, die geht mit der Zeit. Ich habe andere Hersteller gesehen, die haben noch USB-B. Ihr habt USB-C. USB-C-Stecker und hier natürlich das Induktivladen. Also ich kann mein Handy, mal gucken, so, ich kann mein Handy während der Fahrt hier einfach reinschnallen und es wird automatisch geladen. Robert, vielleicht noch mal ein kleines Kompliment. Das Cockpit ist wie aus einem Guss. Wir haben hier uns bewusst dafür entschieden, das originale Mercedes-Cockpit zu lassen. Wir haben das, ich sag mal, halb-halb. Also wir haben bis dahin original Mercedes und dann haben wir natürlich ab hier unsere Komponenten. Hier der Übergang, ich glaube auf der Seite ist er schöner sichtbar. Man merkt überhaupt nicht, dass das hier nicht eine Einheit ist. Und das haben wir mit Echtleder nochmal veredelt. Großes Kino. Ja, ihr habt die Jalousie, habt ihr vor kurzem ganz stark verändert. Da klappert nichts mehr. Also meine hat noch ein bisschen geklappert ab und zu mal. Das geht hier nicht mehr. Und sie ist ziemlich tricky, glaube ich. Ist die auch hier eingebaut, die neue? Genau. Wir haben uns ja vor, ich muss jetzt nachdenken, ich glaube 2-3 Jahren bewusst gegen den Panzer entschieden und haben gesagt, wir nehmen ein Plissé. Der Vorteil vom Plissé ist einfach das Gewicht. Es, wie du es erkannt hast, ich meine, die Technik ist ja ähnlich wie hier, ist das Nicht-Klappern und die Isolation. Also die Isolation bei so einem Plissé, das kann man sich nicht ausmalen, ist um einiges höher wie bei einem Plastikpanzer. Hast du die Möglichkeit, das mal auf und runter zu fahren hier? Geht das? Oder so aus? Ich müsste mal gucken, aber ich glaube, der ist aus. Warte mal, schnell so. Aus geht. Wir deaktivieren natürlich einiges, weil auf der Messe, wenn da jeder hinlangt, so, da kommt das Plissé. Wie geht denn das mit dem Privacy von unten nach oben? Das ist auch mit drin. Das heißt ganz runter und dann? Und dann, wir drücken jetzt komplett runter und dann hören wir auf. Und dann haben wir den Vorteil, wir können von oben runterschauen, von unten kann keiner hochschauen und bestimmen eigentlich unsere Privatsphäre selbst. Ich will das haben. Ich habe es gesehen in einem neuen Palace Liner. Da ist es auch mit eingebaut und da geht es jetzt runter. Genau, jetzt kann ich am Morgen hier, wir sitzen hier, ich kann hier frühstücken, meinen Kaffee trinken und bestimme selbst, ob ich oder was ich sehen will und ob, wer mich sieht. Genau, weil wir sind hier immer noch, ich sag mal, knapp 2 Meter über Bodenhöhe. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt... Jetzt bestimme ich, wer kann mich sehen oder was will ich sehen. Das Gleiche geht übrigens an allen Scheiben, das ist auch ganz wichtig. Ich kann, wie beim Wohnwagen jetzt gewohnt, von unten nach oben einfach zumachen, sodass ich rausschauen kann. Ich habe kein eingeengtes Gefühl, wo ich das Gefühl habe, ich sitze jetzt in einem Kasten drin, wenn zu ist, sondern ich kann oben noch ein bisschen aufmachen. Genau, ich kann hier nach oben, wir sehen hier die Dachluke, ich kann immer noch entlüften, ich kann Luftzirkulation durchführen. Und auch hier siehst du, Baldachine, alles beledert. So, ich zeig mal gar was. Da hinten sitzt übrigens die Patricia. Ich glaube, wenn es mal ein bisschen feucht ist, könnte sich hier Nebel bilden, so lang ist der Wagen. Nee, war Spaß. Guck dir mal die Sitze an, Robert. Ich meine, die sind ja schon bequem. Das ist euer Standardhersteller, der gute. Ja, da haben wir mit der Firma SKA zusammen. Wir haben uns bewusst für den sportlichen Look entschieden, weil in der Automotive sehen wir, der Trend geht einfach zu dem sportlich aggressiven. Und ich persönlich finde es unheimlich gelungen. Um bis jetzt auch nur positive Resonanz erhalten. Ja, vielleicht als Hinweis, dieser Sitz hier ist ein professioneller Sitz, den man auch in LKWs findet. Man kann alles damit machen. Ich glaube, der hat eine Luftfederung mit drin. Ich meine, abgesehen davon, dass das Fahrzeug eh luftgefedert ist, federt er noch mal. Der hat eine Luftfederung, der hat eine Belüftung, deswegen hier die Perforierung. Der hat eine Sitzheizung. Eine Lüftung? Ja. S-Klasse. S-Klasse-Niveau, genau. Ich kann, wenn es mir zu heiß wird, mache ich die Lüftung an und dann kommt hier durch die Perforierung schöne kühle Luft raus. So, ich zeige. Und im Winter natürlich auch die Sitzheizung. Die Sitzheizung, das hier kann ich dann auch bewegen. Also mit dem Hersteller habt ihr sehr gute Erfahrungen. Ja. Das ist, glaube ich, so auch die Speerspitze im Sitzmarkt in Deutschland, oder? Fürs Caravaning, ja. Ja. Und wenn wir hier mit der Belüftung fertig sind, können wir uns hier auf der Lounge massieren lassen. Was? Also wir haben hier eine Massagefunktion. Quatsch. Ja, wir haben jetzt hier, jetzt muss ich. Ist das erstmalig so? Das ist erstmalig so, ja. Wir haben hier uns für die 2 Lounge-Sessel, wir können die individuell einzeln verschieben. Also wir können uns bewusst
Wir können uns hersetzen. Ich führe es einmal vor. Wir haben hier den 40 Zoller. Jetzt muss ich mal selber gucken. So, jetzt ist er an. Der gute Alphatronics gibt es auch in 40 Zoll. Den guten Alphatronics gibt es auch in 40 Zoll. Jetzt muss ich mich aber selber orientieren, welcher Knopf für was zuständig ist. So. Ja, ich habe dich ja morgen überfallen. Ich habe mich zwar angekündigt, aber du weißt ja, ich will ja immer alles sehen. Das ist ja auch gut so. So, jetzt sehen wir unten die Fußlehne, die ausfährt. Ich kann hier meine Position, du siehst, der Rücken fährt automatisch runter. Ich kann die Liegeposition einnehmen. Das dauert leider etwas, aber wir haben ja Zeit. Patricia, setz dich mal ein. Ich muss. Das gibt's doch gar nicht. Das in einem Morello. Also, es ist wirklich unglaublich. Ich hatte mir es ja da hinten schon so ein bisschen auf dem Bett gemütlich gemacht. Und das ist auch das erste Fahrzeug, das nicht nur gefühlt alles bietet, sondern auch einen einzigartigen Raumklang. Denn wir haben hier in dem Wohnbereich 6 eingelassene Radiolautsprecher und hinten im Schlafbereich auch nochmal 4. Also, das ist wirklich. Da sind auch Lautsprecher drin? Das ist die Lüftung. Das ist die Lüftung, ich dachte schon. Ihr hättet die Dolby Surround noch in die Sitze eingebaut. Das wäre natürlich. Man kann die drehen, die Sitze? Die Sitze können wir komplett in den Wohnraum drehen. Hm. Und haben hier dann die Möglichkeit 1, 2, 3, 4 und 5 Sitze. So, jetzt bleib mal sitzen, ich mach mal das Foto für deine Frau. Denn die sieht dich ja jetzt 11 Tage lang nicht. Sie glaubt, ich arbeite, ne? Sie glaubt, ich arbeite. Das ist, ich sag mal, amerikanisches Niveau, zumindest von der Form her. Das ist das, was viele Amerikaner gerne hätten. Aber wenn ich hier mal so drunter gucke, nicht, dass die Amerikaner schlecht bauen, ich bin ja Halbamerikaner, aber guckt euch das mal an. Und das Ganze mit Massagefunktion, ne? Nee. Ja. Wo? Ach, Robert. Ich schmeiß meinen weg. So. Hier und dann kann ich sogar individuell einstellen. Geht es für beide Sitze? Ja. Patricia, mach mal. Bitte schön. Okay. Ich meine, man lacht drüber mit der Massagefunktion, aber das ist sehr angenehm, oder? Das ist sehr angenehm und ich sage jetzt mal nach so einem harten Arbeitstag kann man sich hier mal zurückziehen und hier auf dem Fernseher. Und ich kann hier auch noch mal individuell einstellen, wie fest das Ganze massiert. Die Härte gerade, die Stufen. Aha. Und welche Massage? Ah ja. Genau, wenn du dich auch mal gerade noch mal zurück bewegst, Patricia, der Robert wird dir mal zeigen, wie das geht. Der unterste Knopf. Einfach? Ja. So. Ach, und das ist, was jetzt, ist das? Sitz jetzt? Jetzt kommen die Füße. Zurücklehnen. Dann spürst du, wie die Rückenlehne mitkommt. Krasse. Okay, das heißt, du wirst auch angewinkelt, wenn du sitzt. Genau. Ist hier noch keiner eingeschlafen? Die Frequenz ist zu stark. Du kannst immer rausfilmen. Da bilden sich ja mittlerweile auch Schlangen. Wir haben es im Moment gesperrt, muss man sagen. Aus Sicherheitsgründen, wegen dem Hygieneschutz, kann man immer nur einmal rein. Ich glaube, das wird uns noch lange Zeit begleiten. Hoffentlich nicht. Aber ihr habt es gut gemeistert. Ja, interessant. Guck mal hier die Armauflage. Kann man die hochmachen? Die Armauflage kann man auch hochklappen. Wenn zwei sich lieb haben. Genau. Ja, und hier gibt es noch einen Adapter, der das Ganze verlängert. Und für was ist dieser obere Knopf? Die Kopflehne. Ah ja. Die können wir natürlich auch individuell einstellen. Ah ja, okay. Das heißt, hier könnte das Enkelchen könnte hier drauf schlafen? Unter anderem ja. Genau. Es geht auch immer darum, das Fahrzeug ist für 2 Personen konzipiert? Das Fahrzeug ist in dem Zustand für 3. Wir haben ja hier den dritten Sitz. Der Kunde hat hier kein Hubbett gewählt, also der hat sich bewusst für ein 2-Personen-Fahrzeug entschieden. Aber wir haben die Möglichkeit hier über das elektrische Hubbett, sodass man 4 Schlafplätze in dem Fahrzeug hätte. Genau, es bietet etwas mehr Raumgefühl. Das Hubbett nimmt ein bisschen Platz weg vorne. Genau, die Höhe minimiert sich automatisch. Kann man sagen, wie viele Leute ein Hubbett nehmen in der Klasse? Ich würde sagen, der Anteil liegt zwischen 60% und 70%. Okay, aber das ist eine klare Entscheidung. Nachrüsten ist nicht so leicht, oder? Nachrüsten ist nicht so leicht, weil da müssen die Oberschenkel raus und das kannst du nur über die Frontscheibe abbilden. Sprich, in der Werkstatt nehmen die Kollegen die Frontscheibe raus, bauen die Oberschenkel ab. Das Hubbett wird durch die Frontscheibe ins Fahrzeug gehoben, montiert, Frontscheibe drauf. Ihr habt das schon mal gemacht? Natürlich. Ah, also nochmal, ihr könnt in einem Morello ein Hubbett nachrüsten? Natürlich, das ist ja, hast du ja unser Service Center gesehen. Ja, aber ich... Ist unser täglich Brot. Euer täglich Brot. So, wenn ihr mal kurz da sitzen bleibt, ja, ich muss langsamere Kamerafahrten machen. Die Leute, die sind sonst immer ein bisschen sauer, dass denen schlecht wird am Bildschirm. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt einen Tisch entwickelt ohne Tischbein. Ja, wir können den auch verlängern, also wenn das Slide-Out draußen ist. Nochmal, der hält denn immer noch ohne Tischbein? Der hält dann immer noch ohne Tischbein, so. Ach, Robert!
das guck dir mal an, das ist Stahl. Das ist Stahl, ja. Wir haben da unten, siehst du den Subwoofer? Ja. Patricia hat es ja vorhin erwähnt, wir haben hier ein Soundsystem mit Alphatronics und Alpine entwickelt, das sich auf 3 Zonen aufteilt. Wir haben einmal das Fahrerhaus, wir haben den Wohnraum und hinten den Schlafraum. Ist das auch zu bedienen? Das ist auch zu bedienen. Ja, stark. Also ich muss es echt mal sacken lassen. Hier vorne sieht man einen von den Lautsprechern. Ihr seid zufrieden mit Alphatronics? Ja. Ich glaube, das ist einer der Premium-Hersteller, wenn es darum geht, spezielle Fernseher zu konstruieren, die auf 12 Volt funktionieren und auch wirklich funktionieren. Genau. Die sind ja bei uns in der Nähe, in Nürnberg. Ja. Und aus dem Frankenland kommt ja bekanntlich nur Gutes. Ich zeig's mal gerade. Ist das in Bayern, Franken? Sehr schön. Das wollte ich hören. So, ja, geh mal rein. Wenn du mal gerade so lieb bist und dich mal dort hinsetzt, ja, dass wir das mal zeigen. Die sind dabei, die Kissen, wenn man das möchte? Genau. Wir haben Kissenpakete, wir haben Dekopakete, die kann man alle mitbestellen. Als ich das gesehen habe, ihr habt ein neues Fahrzeug, habe ich mir gedacht, naja, der ist vielleicht ein bisschen größer. Nee, ist was ganz Neues. Genau, wir haben hier natürlich, das Hauptaugenmerk liegt auf dem Chassis, aber wir haben das Fahrerhaus komplett neu konzipieren müssen aufgrund des Chassis. Wir haben hier den Küchenblock und die Lounge komplett neu gemacht. Was man jetzt hier nicht sieht, ist, dass der Backen bleibt komplett stehen und der Slide-Out fährt in den Backen rein. Also ich habe hier nochmal zusätzlich Fläche geschaffen. Warte mal, ich gehe mal ein Stück zurück. Stimmt, hier ist ja der Slide-Out. Genau. Und ich habe hier keinen Verzicht, weil die Schubladen komplett ausfahren. Wir haben hier die Apotheker. Nochmal kurz Rückfrage. In diesem Fahrzeug befindet sich keine Gasflasche? Nein. Nein. Das ist Induktion? Genau, wir haben hier Induktion. Wir haben hier einen Kühlschrank. Warte. Ein Kompressorkühlschrank? Kompressorkühlschrank. Hersteller von Siemens. Ein Haushaltskühlschrank? Ein Haushaltskühlschrank. Ja, A++++. Wir haben hier ein Mikrowellen-Kombi-Gerät, also Kombi, Mikrowelle und Backofen. Nochmal, die Batterien waren wie viel? Viermal? Viermal 210 Ampere. Und oben haben wir 8 Solarplatten, A 130 Watt. Ja, das Starke ist aber der Generator. Also ich denke, wer so viel Batterien hat und auch verbraucht, das ist ja so, man lebt wie im Haus. Das heißt, man trinkt nicht nur einen Kaffee, sondern man föhnt sich dann auch mal. Es sind ja viele Appliances, die ein bisschen mehr Strom brauchen. Ist hier eine Waschmaschine drin? In dem Fahrzeug nicht, aber natürlich bestellbar. Wir haben hier, aber du hast es richtig erkannt, wir haben hier 2 Klimaanlagen, also wenn die im Sommer an sind, wir hier was kochen wollen und der Kühlschrank soll funktionieren und parallel die Mikrowelle, das würde alles funktionieren. Die gibt es auch in schönen, Dometic, wie ich sehe. Das ist die neue, ja, von Dometic, die wir mit Modelljahr 21 einsetzen und du siehst, die haben hier das ganze Gehäuse komplett überarbeitet. Ja, ich bin sprachlos, normal rede ich immer so viel. Und ihr habt endlich mal die Gläser nicht direkt sichtbar gemacht, weil viele gesagt haben, ja, das ist ja der Klassiker bei Morello, das ist wie James Bond, der sagt, ich hätte ihn gern geschüttelt statt gerührt. Das ist aber beim Empire Liner schon auch immer so gewesen. Okay. Also seit 2016 bauen wir den so. Schön. Also übrigens, wer sagt, das ist jetzt Snobs und Co., das ist ultra praktisch. Mittlerweile habe ich gesehen, haben die Kollegen von Weinsberg oder Knaus, die haben es im Wohnwagen drin, die gleiche Halterung, weil es eben sehr praktisch ist. Genau. Ich habe das immer griffbereit, es ist aufgeräumt, es klappert nicht, es scheppert nicht. Es gab auch noch eine neue Änderung. Ihr hattet vorher die Fächer unten immer offen. Das ist, glaube ich, seit einigen Jahren, sind die jetzt auch geschlossen, das heißt, wenn ich zumache. Genau, das haben wir damals mit dem neuen Palace, also beim Grand Empire, beim Empire schon immer so gebaut. Mit dem neuen Palace haben wir die untere Ablage weggelassen. Wobei wir die jetzt bei dem neuen Modell 21 im vorderen Bereich wieder aufgemacht haben. Es ist nicht ganz weiß, es ist so cremefarben. Ganz weiß wäre zu hart, also es ist echt gut gewählt. Mhm. Wer hat das hier designt? Wir haben natürlich Imhouse-Designer, wir arbeiten ganz eng mit unserem Vertrieb zusammen. Die Kunden mischen ein bisschen mit, aber dann wird so ein Designvorschlag wird 2-3 Mal getätigt. Wir wählen es aus und setzen es um. Das gefällt mir sehr gut. Also ich bin jetzt über 50, aber es ist ja auch zeitlos. Das Ganze soll ja auch in 10 Jahren noch gefallen. Genau. Also mit aggressiven Tönen in so einem Fahrzeug und Modetrend nachzurennen, macht keinen Sinn. Ja, die Lampe, wo habt ihr die her? Das ist sehr krass. Mach mal an. Oh, ist die süß. Das sind die Leselampen. Ne? Also ich kann ja hier, wenn ich mich abends reinlege und mir es zu dunkel ist, kann ich dann die Lampe zuschalten.
als ambiente Beleuchtung. Also man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt hier die Messeleuchten rausnehme und die Baldachine alle ausmache, habe ich hier die Möglichkeit, sehr schnell zusätzlich Licht zu schaffen. Ja, die sind leider, die wirken jetzt wie Putzlichter, ja. Das ist so ein bisschen schade, aber ihr habt ein ganz tolles Ambiente-Licht. Das ist überall wo, das Ambiente-Licht? Wir haben jetzt hier haben wir die Beleuchtung und im Hintergrund, jetzt muss ich mal schauen, dass ich den richtigen Schalter finde, weil du weißt, es sind viele. Ja. So, das ist natürlich dimmbar. Und ist nicht schlimm, wenn du es nicht gleich findest. Das kenne ich schon aus der Werksführung. Ja, das ist. Wie will man denn noch alles können? Nee, da ist. Übrigens als Hinweis, ich glaube, die Handbücher in diesem Fahrzeug hier sind ungefähr so groß wie die Patrizia, die man dann kriegt, weil allein schon, ich sag mal, das Dieselaggregat, was hier drin ist, dann hat man die neue Heizung, die mit drin ist. Der Kunde kriegt alle Handbücher. Genau, unser Koffer wird ja immer größer. Wir haben bei jeder Auslieferung einen Koffer. Und er wächst, weil es wird immer mehr Technik, es wird immer komplizierter. Da ist ein Koffer dabei, ihr liefert die Betriebsanleitung, ihr habt eine eigene Betriebsanleitung, Leute, die schreiben Betriebsanleitung, aber wir können jetzt zum Beispiel jetzt zur Heizung keine Betriebsanleitung schreiben, sondern wir verweisen in der Betriebsanleitung auf die von der Heizung oder jetzt von der Waschmaschine, weil die alleine ist so dick wie unsere eigene. Ja, die kommt nun wirklich aus Amerika, denn die wissen, wie man Spülmaschinen baut für Wohnmobile. Die wird tatsächlich in Neuseeland gebaut, nicht Amerika. Fischer & Paykel, der hat den Hauptsitz in Neuseeland. So, liebe Leute, ich habe mindestens in 5 Videos moderiert, die kämen aus Amerika. Er weiß es, denn ihr kauft die da ein. Genau, wir kaufen die hier in der Deutschland-Niederlassung ein. Die werden aber in Neuseeland hergestellt und über England importiert. Ja, ich habe ja ganz viele Erfahrungsberichte gemacht über Nutzer von Fahrzeugen von Morelo. Und das ist eine eigene Gemeinschaft. Viele habe ich kennengelernt, so wie du und ich. Also gar nicht, wenn man so denkt, da kommt ein Morelo auf den Campingplatz und so. Was ich immer mache mit meinem kleinen Morelo, hat ja nur 8 Meter. Ich grüße alle ganz heftig. Also dass die merken, ich bin ja total nett und alle sagen, du fährst Morelo und du grüßt mich. Mich grüßt sonst keiner. Aber das machen wir grundsätzlich so. Also ich bin auch so gepolt. Also das Erste, wenn wir am Stellplatz ankommen, wir begrüßen immer die Nachbarn. Und jeder, der Interesse hat, der darf natürlich in so ein Fahrzeug mit reinkommen. Das ist so. Denn das hat mit Neid nichts zu tun, sondern viele sind wirklich sehr interessiert und wollen einfach mal reingucken. Denn es hat ja jeder das Thema Camping für sich selbst definiert. Also der eine möchte das so haben. Klar, man braucht Geld dafür, aber es gibt ja auch Leute, die haben Häuser für 1 Million. Und wenn das der Traum ist, viele kaufen sich dann eine kleine Wohnung und investieren das Geld in einem Moment in so ein tolles Reisemobil. Genau. Wir haben, ich meine, die Urlaubsform ist beliebter denn je. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in diesem Jahr nicht überall hinzureisen. Wir haben hier die Möglichkeit, über das Thema Reisemobil die Hygienestandards selber festzulegen. Wir haben hier unsere eigene Dusche, unsere eigene Küche. Wir bewegen uns hier im eigenen Wohnraum. Was noch wichtiger ist, das eigene Schlafzimmer. Da gehen wir gleich mal rein. Aber die Patrizia, du musst unbedingt die Spülmaschine nochmal aufmachen. Ja. Denn das ist... Also ich glaube meine zu Hause, doch, ich habe auch eine Miele, die ist so groß, aber das Besteckfach ist unten, ist ein Riesenvorteil, denn alles, wo es Streit geben könnte, ist hier eliminiert. Das heißt, also ihr habt einen Staubsauger wahrscheinlich mit drin, einen zentralen? Genau, wir haben einen Zentralstaubsauger. Wo ist er? Da, hier, wo er hingehört? Hier ist die Dose. Ah ja. Und der Schlauch ist hinten im Kofferraum. Siehst du sie? Ja, ich sehe sie. Das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Tolles. Also ich habe ja einen Dyson, aber der steht immer im Weg. Genau, und hier haben wir die Möglichkeit, wenn wir saugen wollen, holen wir den Schlauch, adaptieren ihn, saugen durch und der Schlauch kommt wieder weg. So, jetzt zeige ich mal gerade den dritten Sitzplatz. Patrizia, setz dich mal hin. Und das bedeutet, die Sitze sind alle identisch, kann man das sagen? Oder ist der ein bisschen anders? Nee, der Sitz ist identisch wie der Fahrer- und Beifahrersitz. Das ist ja der Clou dabei. Das heißt, wenn ich den bedienen kann, und die Patrizia hat den gleichen Sitz ja mal bedient, ich musste dir ein paar Sachen erstmal zeigen auf der Hinfahrt, ja. Dann kann man auch den bedienen. Das heißt, der ist nicht anders. Der ist nicht anders. Den kann man auch drehen? Ja. Links. Links. Da. So. Einfach ziehen. Stopp, Fernseher. Super einfach. Ja, genau. Man sollte ihn dann ein bisschen vorrücken. Das ist so. Ah, ich glaube, das ist bei jedem Wohnmobil so. Muss gucken. Da unten ist so ein kleiner Bildschirm. Was kann der? Das ist für die Hubstützenanlage. Ah, okay. Wir haben hier eine Hubstützenanlage, die automatisch nivelliert. Sprich, der
Benutzer fährt an den Stellplatz, macht die Hubstützenanlage an und wählt ausrichten und dann richtet sich das Fahrzeug in Waage automatisch aus. Ihr arbeitet dort zusammen mit EP, oder? In dem Falle haben wir erstmalig, also wie gesagt, wir haben bei diesem Fahrzeug viel neu gemacht. Wir haben hier erstmalig eine HPC-Anlage verbaut. HPC? HPC, ja. Die ist auch aus Neuseeland, oder? Nee, die sind eher da angesiedelt, wo E und P ist. Okay. Also, und wie gesagt, erstmalig, aber da ging es um die Last, weil die E und P die Lasten der 18 Tonnen nicht so geschickt abbilden konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir hier einen Versuch gestartet. Die ist jetzt draußen, die Anlage? Jetzt in, im Moment? In dem Fahrzeug, ja. Ja, mir ist aufgefallen, das wackelt natürlich nichts. Aber ich glaube, selbst wenn sie nicht draußen wäre, würde nichts wackeln. Das Auto ist sehr, sehr... Das Fahrzeug ist sehr steif, ja. Ja, ihr habt eigene Designs, selbst auf den Büttner Steuergeräten mit drauf. Das Ganze ist, ich sag mal, wenn man Kunde ist von Morelo, dann lebt man die Marke überall, oder? Ja, das ist so. So, eine zentrale Steuerung, wenn du mir die mal kurz zeigst. Man sieht jetzt im Moment, ist Strom angeschlossen. Genau, wir haben jetzt hier ist der Strom. Wir haben hier Licht, Wasser, Musik und dann die Musik auch? Tanks. Ja, wir können natürlich den Strom immer zu- und abschalten. Jetzt hier, wenn ich das anmache, ist das Multimedia an. Mhm. Ich meine, das ist in so einem Reisemobil, du kennst es, wichtig, alle Stromverbraucher, die man nicht benötigt, auszuschalten. Und das ist der Knopf dafür. Gibt es noch die Möglichkeit, dass ich mal dahinter gucken darf? Ja, wir haben hier, darf ich? Ja. Hier zwei Buttons. Das ist neu, das war voll Klett. Genau. So, das ist... Also, ihr habt euch, Geheimnisse, du ihr siehst. Habt euch dazu entschieden, auch Dinge, die man nicht sieht, ordentlich zu machen. Aber du warst ja bei uns im Werk, du weißt wieder. Wenn wir jetzt hier, du siehst. Ah, ist der Router. Genau. Cool. Auch den kann man tauschen. Das heißt, wenn ich jetzt die neueste Technik habe und so weiter. Das heißt, 5G kommt, kein Problem, man geht ins Werk vorbei, ihr habt da eine Lösung. Genau. Wir haben ja hier den Vorteil, ich meine, viele sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ihr habt dafür alles eine eigene Einheit. Und in der Vernetzung, in der Elektronik gibt es ein Bedienteil. Aber ich meine, jeder, der mit dem Wohnmobil schon mal unterwegs ist, der weiß, wenn dieses Bedienteil ausfällt, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Und in dem Falle habe ich das so, wenn das Steuergerät nicht funktionieren sollte, dann kann ich dem Kunden eins zukommen lassen. Er tauscht ein Steuergerät und dann funktioniert alles. Mhm. Und das andere kann ich ungehindert weiter nutzen. Ihr habt Videos im Internet, wo Notanleitungen beschrieben werden. Wir haben also Self-Videos, wir haben so die großen 10, 15 Fälle, die bei uns im Service immer aufschlagen, haben wir abgedreht und die Kunden können sich da im ersten Falle in der Regel selbst behelfen. Kam auch super an, also wir haben eigentlich nur positive Resonanz erhalten. Schönes Beispiel war, die Markise hat die Programmierung verloren bei mir. Und da habe ich gedacht, Mensch, die ist immer hin und zurück gefahren und so. Und da habe ich angerufen im Werk, da sagt er, gehen Sie mal da und da hin, da müssten Sie jetzt das und das sehen. Drücken Sie mal da drauf, halten Sie Fernbedienung fest. Ah, jetzt geht's. Und es ging direkt. Ja. Und du merkst, wie angenehm das ist, ne? Ja. Da war ein Mensch, der mit mir gesprochen hat und nicht eine Hotline, ja, die dann sagt, ja cool, die Kaffeemaschine, mittlerweile in allen Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter, ist eine Nespresso drin. Und hier ist eine drin von De'Longhi. Schön, der Platz ist nämlich frei unten drunter. Ich brauche so viel Arbeitsfläche wie irgendwie möglich. Gibt es die Küche noch größer oder ist das... Das ist in dem Fahrzeug so. So, nochmal zusammenfassend. Ihr habt einen Standardschnitt. Ich kann einige Dinge individualisieren. Genau, ich habe in der Regel, kann ich mir das Bett auswählen, ich kann mir das Bad auswählen, ich kann mir die Wohnraumanordnung auswählen. Ich habe die Möglichkeit, eine Barversion zu wählen oder eine Lounge. Und alle Features, also Steckdosenanordnung, Fernseher, Hubstütze, Sattanlage, querbeet. Also die Preisliste ist so lang. Hier ist jetzt ein Teppich drin, der ist wahrscheinlich für die Messe, oder? Genau, wir haben auch hier natürlich, wir versuchen die Beschädigung im Fahrzeug auf minimalem Niveau zu halten. Ja. Den Teppich, ist der schon verkauft? Das Auto ist schon verkauft, ja. Wir können den Teppich rausnehmen, wegschmeißen und einen neuen machen. Und bei dem Boden ist das leider nicht der Fall. Also wenn wir jetzt uns den schönen Boden anschauen. Wow. Was ist das für Material? Ist das widerstandsfähiges PVC? Genau, das ist PVC auf Industrieniveau, also die Abreibungskräfte sind unheimlich hoch. Aber auf so einer Messe versuchen wir kein Risiko einzugehen, deswegen kommt der Teppich drüber. Es ist so, die Fahrzeuge, ihr verkauft die unglaublich, den neuen, oder? Ja, der Ansturm auf die Fahrzeuge ist unheimlich hoch. Ich meine, die Mehrwertsteuersenkung bedeutet bei unseren Reisemobilen irgendwas zwischen 5.000 und 18.000. Echt? Ja, die Ersparnis von 3%. Es gibt viele, die auch gewerblich nutzen, muss man sagen. Also wir tun das zum Beispiel, wir leben da drin. Ich habe auch einen Sachverständiger, den ich mal gefilmt habe, der hat auch ein Fahrzeug. Und
Man kann es auch gewerblich nutzen, wenn man das richtig dokumentiert und das vorher mit dem Finanzamt und dem Steuerberater abspricht. Das ist nicht so, dass das nicht genehmigungsfähig ist. Nee, das ist nicht so. Und Homeoffice hat hier mit einem ganz neuen Begriff, Mobile Office. Ja, es ist auch so, bei uns geht es ja gar nicht anders. Wir filmen ja Wohnmobile stark. Was ist denn das da oben für ein Knopf? Den kenne ich noch gar nicht, der da. Das ist die Bedienung für den Slide-Out. Für den Slide-Out? Genau. Okay, prima. Die können wir ja nicht reinfahren jetzt, weil wir sind im Messebetrieb, korrekt? Genau, wir sind im Messebetrieb, die Sicherungen sind raus, damit da nichts kaputt geht. Super. Ja, hier vorne habe ich den Lüfter, das heißt, den kann ich anschließen. Hat der einen Regensensor? Ja, der hat einen Regensensor, sprich bei Nässe geht er automatisch runter. Und das heißt, ich könnte den zum Beispiel laufen lassen mit ganz niedrigem Niveau. Mhm. Zwei Klimaanlagen, ja, kann man ja sagen, das ist Luxus. Aber ich habe nur eine und es war jetzt sehr heiß, wir waren in Italien, die bläst die ganze Zeit auf 100%. Mit zwei ist viel angenehmer. Ja, es kommt immer auf die Raumgröße an, aber ich sage jetzt mal, wenn du bei dir alles verdunkelst, also die alle Sonneneinstrahlung eliminierst, dann schafft das die eine auch. Was ich toll finde, ist, man kann, wenn man schläft, die hintere ausmachen, lässt die vorne laufen und dann ist es immer noch angenehm. Und toll. Keinen direkten Luftzug, ne, nach hinten. Sag mal, ist da irgendwas dahinter, hinter dieser Blende? Die Blende, die wird beim Slide-Out, die wird demontiert. Also ja. Wir nehmen diese ab und der Slide-Out fährt bis hierher vor. Okay, verstanden. Aber hier haben wir die Möglichkeit, Küchenhandtuch. Sag mal, wie lange habt ihr überlegt an dem Fahrzeug hier? Das ist ja nichts. Ihr kommt jetzt raus 2020. Hat das 2015 schon angefangen, oder? Nee, wir fangen nach der Messe immer mit den Neuheiten für die nächste Messe an. Und ich sag mal, September 2019 war so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir gehen in die Entwicklung. So ein Chassis hat eine Lieferzeit von teilweise 4-5 Monaten. Aber ihr habt das Ding entwickelt in einem Jahr? Ja. Ihr seid schnell. Ja. Nee, ich erwähne das so, weil also ich sag mal... In die Produktion ging das Fahrzeug im Juni. Echt? Ja. Und die Leute, die es gebaut haben, die haben ja eine neue Anleitung bekommen, nehme ich an, oder? Also das Team war hoch motiviert. Das war, glaube ich, so die beste Entwicklung in der Firmengeschichte. Und die Mitarbeiter haben über Workbooks, Schulungen und Workshops alles gehabt. Wenn du mal gerade so lieb bist, mir noch mal ganz kurz die Luftfederung zeigst. Die ist zwar original Mercedes-Benz, aber das kennen ja viele Morelo-Fahrer von EP. Und Die Luftfederung ist von VB. Die ist von VB. Genau. VB, so. EP. VBE Suspensions, aber das ist die originale Mercedes-Benz Actros. Ja, das heißt, keine Kompromisse. Das ist ab Werk so verbaut. Da gibt es auch nichts Besseres. Genau, das ist integriert im Fahrzeug. Da gibt es auch keinen Grund, was anderes zu verbauen. Wir haben hier die einzelnen Leveling-Stufen. Ich kann hier die Achsen steuern und die Wingungsneigel einstellen. Funktioniert. Wir sprechen hier bei dem Ausstellungsfahrzeug ungefähr über welche Kosten mit der Mehrwertsteuer? Ja, ungefähr. Wir sind hier bei knapp über 600.000. Knapp 600. Also ich habe gesehen, drüben steht STX. Also ich darf das mal kurz erwähnen. Fahrzeug hat uns auch sehr gut gefallen. Das Konzept hier ein ganz anderes. Hat überhaupt nichts zu tun mit STX. Und ich sag mal, das ist auch jetzt ein Hersteller, der, ich sag mal von der Marke her, der uns neu aufgefallen ist, aber die bauen nur riesen Fahrzeuge. Das heißt, also hier bei Morelo kann ich anfangen jetzt mit einem Home, habe ein kleines Fahrzeug, genau. Basis 5-6 Tonnen ungefähr. Genau, der Home ist der Einstieg mit dem 5-Tonnen-Chassis, also mit dem 50C. Ja. Und beginnt bei ca. 160.000. Daily ist das? Iveco Daily. Ja. In der Regel mit dem 3-Liter-Motor. Geht dann über einen Loft. Den Loft haben wir dieses Jahr erstmalig auf dem Liner. Wir haben jetzt den Eurocargo unter den Loft gesetzt, also einen Loftliner geschaffen. Den haben wir auch neu auf der Messe. Loftliner? Ein Loftliner, genau. Werden wir uns mal angucken. Den schauen wir uns an auf dem Eurocargo. Der ist einfach für die Menschen, die sagen, okay, die wollen ein Fahrgestell, ein LKW-Fahrgestell, aber in einer ganz kleinen Größe. Dann haben wir uns gedacht, Mensch, wie können wir die Kunden glücklich machen? Dann haben wir einen Loftliner kreiert, der auch super ankommt. Und dann natürlich Palace-Liner, Empire-Liner und hier ganz neu der Grand Empire. Ja, ich habe mich mit den Leuten von Knaus unterhalten, die bauen praktisch bis an eure Grenze ran. Die haben jetzt auch einen Dreiachser jetzt hier auf der Messe stehen und es beginnt bei euch bei ca. 150.000, das bestellen aber wenige. So, ich sag mal realistisch, neu ist man so bei 170.000, 180.000 brutto. Genau, mit Zubehör. Also du kennst ja die Zubehörpreisliste. Und das ist ja nicht so, dass die Autos nackt bestellt werden, sondern da kommt das... Sinnvolle Extras. Genau. Genau.
Ich kriege aber bei einem Home die gleiche Morelo-Qualität vom selben Band. Das sind dieselben Leute, die den gebaut haben, die den hier gebaut haben. Das sind dieselben Leute, dieselben Maschinen und dieselben Materialien. Okay, das heißt, ich kann klein anfangen, das tun auch viele. Genau. Entdecken das für sich. Mhm. Der Home, den gibt es ja sehr kurz. Ihr habt wieder 8 Meter? 7,50 Meter ist der Echt? Start. Ja. Neuer. 7,50 Meter, das ist der Start und geht dann bis 8,5 Meter hoch. So, und dann kommt der Loft nach dem Home? Dann kommt der Loft. Der ist ein klein wenig größer? Der beginnt ab 8 Meter, also da kommen wir nicht unter die 8 Meter. Der beginnt bei 8 Meter, 7,90 Meter, Entschuldigung. 7,90 Meter, also knapp unter 8 Metern ist der Start. Und dann geht es über den Palace zum Palace Liner. Zum Palace Liner. Ja, nochmal ganz kurz, der Hersteller, wo wir gestern waren, der ist stark im Motorsport unterwegs, muss man sagen. Also der bietet das den Leuten, aber das hier wäre ja schon eine Option, wenn ich jetzt zum Beispiel Rennfahrer bin, Morello zu nehmen. Wir haben auch in der Tat, wir haben Rennstallbesitzer, wir haben Rennfahrer, die fahren Morello. Ja, man kann eine Anhängelast hinten dran machen. Im Bereich Pferde seid ihr nicht so stark drin, oder? Nein, nein. Pferde, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Bauweise. Und das würden wir bei uns in Schlüsselfeld gar nicht abbilden können. Ihr seid freizeitorientiert. Das heißt, die Hauptkunden nutzen das privat, kann man das sagen? Ja. Okay. Stark. Was ist da drunter in dem Fach da? Ein Ablagefach. Zeig mal. Ich habe hier die Möglichkeit, dahinter nochmal Zeitschriften zu verstecken. Genau an der richtigen Stelle. Genau. Hier so, USB-Dose, ja, warte, ich zeig's mal gerade, da habe ich 230 Volt. Ja, viele nutzen ja das Fahrzeug auch als mobiles Büro. Mhm. Das kann man auch prima machen. Der Tisch bringt mich um, der ist so super. Kein Bein. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ja. Wir hatten's, du hattest es vorhin mit Hunden gesagt, also ja. Du hast ja Hunde erwähnt. Das ist das perfekte Fahrzeug für Hundebesitzer, ist die Bar-Version, weil der Hund während der Fahrt da seinen Platz hat und ja. Beim Essen, beim Rumlaufen im Fahrzeug nicht stört, weil in der Regel legt man das Körbchen unten drunter und man merkt gar nicht, dass der Hund mit dabei ist. Du hast einen Hund jetzt neu? Ich habe jetzt einen Hund, ja. Genau, Camping und Hunde, ganz viele haben Hunde. Also wir haben das jetzt dieses Jahr neu erlebt oder erstmalig erlebt und es ist ja komplett ausgerichtet auf Tiere. Also wir haben jetzt über Hunde, Katzen, alles im Wohnmobil. Robert, wenn du mal so lieb bist, das Emblem auf deiner Jacke mal gerade rückst. Oh. Weil ganz viele werden in den Kommentar schreiben, er hat es nicht gerade gemacht, denn ich sag mal, die Leute sind stolz auf Morello. Ist wirklich so. Kann man die Pins kaufen? Natürlich, wenn einer Interesse hat, darf er uns gerne kontaktieren. Aber du siehst, voller Einsatz mit dem Körper, deswegen ist der Pin verrutscht. Nee. Ich wollte es mal erwähnen, weil die dann immer kommen. Du kannst nichts dafür, weil ich glaube, er war zu Beginn des Drehs, war er noch gerade. Ja, vorne habe ich ein Ablagefach und jetzt kommt's. Man kann die Tür zumachen. Du weißt, wie es geht, Patricia? Ich habe es schon, glaube ich, rausgefunden. Sie war mal, ich hätte fast gesagt, während der Fahrt. Nee, war sie natürlich nicht. Wir sind angehalten und sie war dann auf Toilette. Und sag mal was, Patricia. Ja. Krasse. Und die hat zwei Türen. Die hat das heißt, wenn ich beide zumache, kann ich ja vor dem Fernseher gucken, auch mit Bass. Und das würde gehen. Genau. Und? Ja, mega. Also ziemlich robuste Tür. Wie gesagt, man drückt einfach nur auf diesen Knopf und dann fährt diese Schiene aus. Nochmal bitte. Das ist so schön. Ich muss das mal zeigen. Und dann kann man hier anziehen. Ist auch neu, oder? Nein, die Schiebetür haben wir so schon seit Jahren im Einsatz. Ich hab sie nicht im Loft. Du hast wahrscheinlich das separate Bad. Du hast auf der linken Seite die Dusche und auf der rechten die Toilette. Ich habe auf der linken Seite die Dusche und dahinter die Toilette. Nee, ich habe ja einen 78 FX. Ah, okay. Genau. Und der hat auch zwei Türen. Du hast das französische Bad, den französischen Schlafraum mit dem separaten Bad. Ja, und da ist die Tür, da zieht man dran. Aber das hier, dass das so klack macht. Sag mal, die Leute zu finden, die sowas bauen, die Zulieferer, ja, da ist man auf der Suche. Das muss ja funktionieren. Ja, das stimmt. Das ist oftmals eine Herausforderung, weil wir reden hier nicht von Masse. Ja. Also es ist ja eine Stückzahl. Wir bauen dieses Jahr wahrscheinlich 460 Reisemobile. Und es ist jetzt keine Stückzahl, auf die Hersteller sich einschießen. Ne? Für amerikanische Verhältnisse seid ihr ein kleiner Hersteller. Ja, ja. Der amerikanische Markt ist mit der stärkste auf der ganzen Welt, was das Caravaning angeht. Läuft irgendein Morello in Amerika? Kennst du einen? Wir haben jetzt einen Kunden, der hat in Kanada eine Tour gestartet. Okay, das heißt, er hat den der aufs Schiff gepackt? Genau, der hat einen Palace Liner aufs Schiff und reist dann nach. Und da gibt es dann auch noch Berichte von ihm. Alles ist so gefertigt wie zu Hause. Ihr habt eine eigene Möbelschreinerei. Mhm. Das hat nichts zu tun mit, ich sag mal,
Leichtbau hier in dem Fahrzeug, ihr müsst nicht zwingend aufs Gewicht achten. Sind es die gleichen Materialien wie in allen anderen Fahrzeugen vom Gewicht her? Ja, wir haben ja, du siehst, wir haben ja zwei Möbelfarben. Wir haben einmal das Trend und das Live, also das dunkle und das helle Holz. Man arbeitet in den anderen Baureihen mit anderen Materialstärken, aber mit demselben Material. Ich habe viel Platz, jetzt ist ja hier kein Slide-Out. Trotzdem habt ihr Wert drauf gelegt, ich zeige es mal gerade, das im Bad, das Raumbad. Patricia, geh mal ganz kurz zurück. Ja, man kann sich drehen. Das heißt, ich hab überhaupt kein beengtes Gefühl hier. Nein, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann mich ja ohne weiteres, wenn ich jetzt, du siehst, ich bin hier, ich kann mich umziehen ohne Probleme. Also ich stoße nirgends an. Hier, da ist der Kleiderhaken. So, fertig. Also das ist, mehr geht nicht. Ich behaupte jetzt mal, das Bad hier ist größer wie in so manch Hotels. Ja. Ganz viele Reisemobilhersteller nehmen Hotels auch als Pate. Haben wir mal gezeigt. Also es soll, ich sag mal, so ein bisschen an Hotel erinnern. Das tut sie auch. Also das ist schon sehr schick. Das Material allerdings, das ist speziell für Reisemobile dann wahrscheinlich gefertigt worden, richtig? Genau. Also die Dekore, die Hölzer, die werden ja so für die Caravan-Industrie gemacht. Und natürlich der Seifenspender, den habe ich auch, aber einen anderen. Aber das ist praktisch. Das ist aber aus dem Haushalt. Also das ist aus dem Haushalt beim Großhändler, die kann man überall so kaufen. Okay. Das heißt, ihr geht rüber mal zum Großhändler, da ich hier kenne, genau. 220 Seifenspender. Genau. So ungefähr funktioniert das. Ja, hier ist groß, da können Handtücher drin sein, aber das Wichtigste für Frauen sind ja zwei Dinge. Patricia, was ist wichtig? Ich würde behaupten, die Schminke. Jetzt gibt's Haue gleich, weil ich immer sage, nee, ist ja so, viele Frauen schminken sich. Ja, natürlich. Und ich würde sagen, Kleider, Klamotten. Ja, dann, die müssen hängen, die dürfen nicht zerstört werden. Und ihr habt viele hängende Kleiderschränke, also nicht hängende, klar, aber viele Kleiderschränke für hängende Dinge. Und hier kann ich hängen. Ihr habt einen neuen Tresor. Ja, man kann auch wahlweise einen Tresor bestellen. Cool. So, und da habe ich ungefähr Platz. Die Dusche. Ich habe heute Morgen geduscht in einer Dusche von Morello. Und da ist eine Druckwasserpumpe drin. Wahrscheinlich habt ihr die hier auch nochmal. Der Druck ist ein bisschen stärker, nehme ich an, wie bei mir. Nee, das ist dieselbe Wasserpumpe. Die Lilly, die gute. Genau. Die von Lilly mit 2, noch was Bar. Ich glaube 2,2 oder 2,3 Bar. Ja, warte. Nochmal kurz die Arme hoch, bitte. Da hast du es schön gemacht. Sie ist 1,67 Meter groß und ja, man kann wirklich duschen wie zu Hause. Genau. Toll. Und du hast es das letzte Mal schon erwähnt, eine Regendusche mit drin. Ich habe jetzt neu eine Regendusche. Wir haben ein Bad haben wir umgebaut, ein Gästebad. Jetzt habe ich auch eine Regendusche. So, und das ist Option. Das heißt, ich habe eine Brause neben der Toilette, dass ich mich nochmal reinigen kann, wenn ich möchte. Genau. Das ist, soll so die BD-Funktion übernehmen. Ja. Wer das möchte, kann das haben oder ist es mit drin? Immer? Nee, wer das möchte, kann das bestellen. Hier ist ein zweiter Lüfter mit drin. Das ist auch interessant, auch elektrisch. Genau, der ist genauso elektrisch. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier geduscht habe, dann steht die Feuchtigkeit im Raum und ich kann das per Knopfdruck sehr, sehr schnell nach draußen befördern. Die beheizte Klopapierrolle haben wir das letzte Mal gedreht in Koblenz, aber das ist der perfekte Ort dann fürs Toilettenpapier. Der ist da. Man sieht es hier. Nee, wir haben das letzte Mal lustig gemacht, weil der Besitzer sagte selber, und schau mal hier, das Klopapier ist immer beheizt. Das ist so. Kommen wir mal ganz kurz zu dieser tollen Toilette. Dometic hat vor kurzem mal einen Hersteller übernommen, der aus der Schifffahrt kommt. Mhm. Und diese Toilette funktioniert, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Also das ist eine ganz tolle Toilette. Die hat einen Festtank. Die hat einen Festtank, da ist ein Zahacker integriert. Man sieht hier das Bedienpanel. Je nachdem, was ich runterspülen möchte, ich kann Wasser nachfüllen. Das Ganze ist umweltfreundlich, ich habe keine Chemie. Nein, in dem Fall haben wir keine Chemie. Und es gibt Plätze, also für Leute, die es nicht wissen, man kann das entsorgen. Hier auf der Messe gibt es eine große Entsorgungsstation. Mittlerweile gibt es, ich glaube, 1000 in Deutschland, wo ich anfahren kann, auf öffentlichen Plätzen. Genau, ich meine, die Kommunen richten sich auch immer mehr darauf ein. Die Camper bringen ja auch Geld in die Kommune. Also Stellplätze, Entsorgungsstationen gewinnen immer mehr an Beliebtheit.
Und die Infrastruktur zieht immer mehr nach. So ein Stellplatz ist nicht billig. Ihr baut gerade einen. Ja, der ist nicht billig. Ja. Ihr habt einen See jetzt angelegt mit allem drum und dran. Der wird wann fertig? Wir sind jetzt so im Finish. Wir haben einen See angelegt. Also Corona hat uns ein bisschen vom Zeitplan nach hinten geschoben. Aber wir haben gerade den See angelegt. Der See wird nochmal schön gemacht. Wir bepflanzen jetzt Ende Oktober und dann ist es eigentlich fertig. Ah, sie hat was gefunden. Oh. Sorry. Ja, der Teppich war dazwischen. Ah, oh. Nichts passiert. So, und da ist natürlich, der Spiegel ist ja krass. Hm. Wichtig, glaube ich, ein raumhoher Spiegel. Raumhoher Spiegel. Also fairerweise, du bist Radiomoderatorin, hast ein abgeschlossenes Volontariat, studierst auch Journalismus. Das ist schon so, wenn Leute dann sagen, ist das noch Camping? Ist das Camping? Auf eine Art und Weise ja. Also es ist nicht das typische Camping. Ich nehme jetzt ein Zelt mit und lege mich in eine Wiese. Das ist nochmal was ganz anderes hier. Krass, in Amerika gibt es das schon ewig. Also der Trend kommt ja aus Amerika rüber, dass Leute das sehen, dass die Freiheit pur. In Amerika trifft man sich auf Plätzen, das ist hier auch so. Das heißt, es gibt Freundschaften, die geschlossen werden über Marken. Das heißt, es gibt ja noch andere Hersteller. Ich habe gehört, die mögen sich sogar untereinander. Also wir haben in der Tat, wir haben ganze Gruppen, die freundschaftlich unterwegs sind. Und es funktioniert auch. Ja. Man, so soll es ja auch sein. Camping verbindet. Weiterer Kleiderschrank. Kleiderschränke können gar nicht genug sein, denn wenn ich sag mal, ein halbes Jahr daran lebe, in Portugal zum Beispiel, ich muss ja einiges mitnehmen, aber auch hier gilt, ich glaube, weniger ist mehr manchmal, ne? Genau. Du merkst, ich bin ganz begeistert. Hier ist uns der Handtuchhalter. Gleich zwei Stück. Kann man rausziehen. Mhm. Ihr habt das echt in einem halben Jahr gebaut. Ich sag mal, der ist im Juni in die Produktion. Juni, Juli, August. Das ist ein Vierteljahr. Du bist jetzt nochmal wie alt? 34. Ist das ein stressiger Job? Manchmal, aber auch ein sehr schöner. Ja. Ihr hattet jetzt natürlich während der Zeit von Corona, hattet ihr große Schwierigkeiten mit Lieferketten. Das hat euch hart erwischt, oder? Wir waren wie der Rest der Welt vom Lockdown ganz, ganz groß betroffen. Wir haben unheimlich viele Zulieferteile aus Italien. Iveco Daily bis hin zu Beleuchtung, Elektrokabelbäume. Also es war eine schwierige Zeit, aber wir sind da unheimlich gut durchgekommen. Wir haben ein starkes Team in Schlüsselfeld. Da haben alle zusammengeholfen über Einkauf, Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Logistik, Service. Und wir haben es, glaube ich, für uns sehr gut gemeistert. Ja, ich habe ja Teile davon kennengelernt während des Rundgangs. Das sind Mitarbeiter, die wirklich sehr stolz sind auf Morelo, was ihr da erreicht habt. Mhm. Und ohne die ging es gar nicht, oder? Nein, ich sage ja, wir sind unheimlich stolz auf unser Team, das eigentlich perfekt funktioniert. Wie bist du in die Geschäftsführung gekommen? Wer hat das entschieden? Da muss ja einer mal gesagt haben, hey, der Robert, du bist jetzt wie lange drin? Ich bin seit 2011, also ich bin seit Ende 2011 bei Morelo. Warte mal, ich muss mal echt. Du bist der Geschäftsführer seit 2011? Nein, ich bin 2011 zu Morelo gekommen. Ja. Habe als Assistent der Geschäftsführung angefangen, also ich habe damals das Controlling mit aufgebaut und habe den Einkauf geleitet. Dann bin ich zum kaufmännischen Leiter ernannt worden, habe dann Prokura erhalten und der nächste Step war jetzt die Geschäftsführung. Du bist ein junger Geschäftsführer, das sagen alle, die den Rundgang gesehen haben. Aber da du das Unternehmen ja von der Pike aus kennst, könntest du dir vorstellen, für irgendjemand anderen zu arbeiten? Nein. Das Warum? Könnte ich in der Tat nicht, weil das ist ein Stück von mir, sage ich jetzt mal. Ne? Man wächst so rein, man kennt die Kollegen, man kennt das Produkt, man identifiziert sich damit. Es ist so ein Stück von einem selbst. Ihr habt 300 Leute, ihr kennt die alle mit Namen, oder? Wir kennen fast alle mit Namen. Es wird immer schwieriger. Also wir sind bei 350 Mitarbeitern mittlerweile. Ja. Ich sag mal, die ersten 250 habe ich alle gekannt mit sämtlichen Geschichten. Und jetzt mittlerweile, es wird immer schwieriger. Aber wir versuchen diesen familiären Hauch, den wir von Anfang an leben, weiterhin beizubehalten. Ja, kommen wir nochmal auf schnöde Sachen zu sprechen. Die Wasserkapazität. Wir haben hier knappe 500 Liter Frischwasser. 500? 500, ja. Okay. Abwasser? Abwasser 250 und Fäkal 250. Entschuldigung, Abwasser hier in dem Bereich 350 und Fäkal auch 350. Ja, etwas vergessen, mehr. Dass wir im Grand Empire stehen. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, die wichtigste
Stelle für uns alle, denn wir verbringen einen Großteil unseres Lebens im Schlaf. Mhm. Zumindest ich. Der Robert nicht, denn der muss ja arbeiten immer. Und das ist ja mein Schlafzimmer, ne? Das ist mein Schlafzimmer, ja. Wir haben hier ein Bett, das ist 1,60 Meter breit und 2 Meter lang. Patricia, leg dich mal hin, bitte. Vielleicht ohne Schuhe, beziehungsweise, dass die nicht draufkommen. Ich zeig's mal gerade. Die ist 1,67 Meter. Die Schuhe gucken ein bisschen raus. Das Bett ist wie lang? 2 Meter. 2 Meter. Längsbetten, ist das die Form, die die Menschen möchten? Das heißt, ihr bietet ja wahrscheinlich auch Einzelbetten an hier? Wir bieten Längsbetten, Querbetten. Wir haben auch Liegewiesen. Das heißt, wir ziehen die Matratzen auf die volle Breite bis dann nach vorne hin. Also wir machen eigentlich nahezu alles möglich. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder habe, die schlafen alle zusammen zum Beispiel. Also es ist ja bei mir so, mein Sohn schläft teilweise heute noch bei mir. Dann kann er einfach mal mit dazugehen. Das heißt, ihr könnt das wählen. Und Thema Wiederverkauf, ja. Was habt ihr für Erfahrung? Seid ihr 10 Jahre dabei? Die Morelos, man findet kaum welche bei mobile.de. Es gibt wirklich nur eine Handvoll. Genau, ich meine, wir haben momentan einen unheimlich starken Gebrauchtwagenmarkt. Die Nachfrage ist enorm. Dementsprechend ist der Wiederverkauf kein Problem momentan. Und die haben sich auch in der Wertstabilität eingependelt, die Fahrzeuge, sodass das tadellos funktioniert. Und so soll es ja auch sein. Die Fahrzeuge sollen nicht am Hof beim Händler stehen, sondern beim Kunden in Benutzung sein. Ohne Händler, ihr verkauft keine Fahrzeuge selbst, richtig? Ich glaube Vorführer ab und zu mal. Genau, wir haben zwar einen Werksverkauf bei uns im Schlüsselfeld, versuchen aber die Geschäfte alle über unsere Handelspartner abzuwickeln. So, hier ist der kleine. Ich glaube, ich habe denselben. Natürlich ist der neuer, sehr wohl klar. Ja, das ist der Smart TV. Ja. Achso, der hat schon eingebaut gleich. Der hat schon eingebaut, genau. Den haben wir seit letztem Jahr in der Serie. Okay, das heißt, ich kann die ARD-Mediathek gucken. Ich muss nicht warten, bis da irgendwas kommt. Hat der noch eine Sat-Anlage drauf? Ja, der hat auf dem Dach noch eine Sat-Anlage, die Oyster Vision 5 in dem Reisemobil. Jetzt muss man dazu sagen, hier drunter ist ja noch ein Auto. Da unten drunter steht der Mini, ja. Steht der Mini. Sind die Garagen speziell für Fahrzeuge konzipiert? Genau, oder? Genau. Wir haben ja die Möglichkeit vom Smart, VW Up, Mini, Porsche. Also der Kunde muss bei Bestellung angeben, was für ein PKW hinten rein muss. Wir haben auch nicht unbedingt immer das Klientel, das die Fahrzeuge von der Stange kauft, sondern wir haben immer einen Brabus-Umbau. Wir haben oft AMG-Umbaus, sodass wir die Fahrzeuge bei uns im Werk nochmal vermessen. Und testen. Vermessen. Testen, okay. Nicht. Wir messen die Fahrzeuge ein und lassen die Schienen speziell dafür anfertigen. Ja, ich habe auch Schränke an der Seite. Sag mal so lieb, wenn du das mal aufmachst, Patricia, den Schrank rechts. Ja, hier kann ich dann Handtücher reinmachen, Unterwäsche zum Beispiel. Was schön ist, ich kann vorne zumachen. Ich habe die ganze Wäsche hier. Genau. Genau, einmal dort und einmal dort. Und kann, wenn ich mich jetzt dusche zum Beispiel, kann ich alles mitnehmen gleich. Das heißt, der vorne, das können jetzt auch Freunde sein, die vorne sitzen, ich kann zumachen. Kann ich auch abschließen, vorne die Tür? Genau, ich kann komplett separat abschließen. Ich zeig's dir mal hier. Ja. Ich habe hier den Hebel, den klacke ich um und dann wird es rot. Und hier verriegel ich das. Das ist ja mal. Das ist. Das ist massiv. Das heißt, das ist nicht diese kleine Kunststoffnase, die ich habe. Nein, das ist echt Metall. Sag mal, wenn die Tür zu ist während der Fahrt, geht das? Geht. Ja, natürlich. Ja. Okay, das heißt, ich kann die auch zulassen. Kann man die Aufbauklimaanlage während der Fahrt betreiben? Genau, das ist ja oftmals auch sinnig, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, den Bereich ab hier abtrenne, damit einfach die Klimaanlage vom Armaturenbrett sich nicht rundläuft, weil dann habe ich weniger Kubik zu kühlen. Dementsprechend ziehe ich nicht so viel Leistung vorne raus. Das habe ich übrigens gemacht. Auf der Rückfahrt von Italien haben wir einen Dreh gemacht. Da war so heiß, da hat der Veko es nicht mehr gepackt. Und dann habe ich die Klima angemacht. Lithium, gut, ich habe nur 360. Am Ende hatte ich noch 28% auf der Batterie. Aber es waren mollige 24 Grad drin. Und vorher waren es 28. Also der Rücken war schweißnass und so. Und das war dann weg. Ja, man, wir haben hier ein Riesenvolumen. Das heißt, also ich bin auch schon aus Italien gefahren. Wir haben alle Plissés zugemacht, alle Türen zugeschoben, sodass die vordere Klimaanlage einigermaßen hinterher kam. Na, dann gehen wir mal kurz raus. Ich zeige noch ein kleines Detail, bevor wir rausgehen. Das ist nämlich unser Kühlfach, das gibt es auch wieder. Mhm. Genau, wir haben hier die Möglichkeit, eine Ablage, und das ist dann immer relativ schnell griffbereit. Ist das kalt auch? Nein, in dem Falle nicht.
Gut. Aber es gibt einen Kühlschrank. Mhm. Ist nicht so schlimm. Gut. So, jetzt müssen wir die Besucher reinlassen, sonst sind wir ungeduldig. So, hier stehen viele. Vielleicht, wenn du mal so lieb bist, wir gehen mal kurz drum rum. Das ist der Dieseltank an der Öffnung? Auf der anderen Seite. Der anderen Seite. Wir haben hier die Abgasrückführung, die Box hier vorne, deswegen die Luftschlitze. Die Abgasrückführung, so, es wird wieder aufgemacht. Müssen wir uns auch wirklich herzlich bedanken, falls jetzt hier jemand stand und das gesehen hat. Es geht ja auch darum, wir machen ja diese Videos für all die, die nicht auf die Messe konnten. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass auch, ich sag mal, Menschen, die sich vielleicht nicht trauen im Moment, ist ja nicht jeder, ich sag mal, bereit, sich der Sache auszusetzen, trotz Schutzmaßnahmen, die sollen es trotzdem sehen. Genau, wir haben natürlich auch die Risikogruppen und dafür auch der Online-Kanal, wo man sich da durch die einzelnen Baureihen durchklicken kann. So ist das. Ihr macht ganz viele Videos, erklärt das Ganze. Genau, wir haben das schön auf unserer Online-Plattform. Viele andere und auch viele Besucher, die das online setzen. Ja, das ist ein neuer Schriftzug, eine neue Schriftart. In der Tat, ja. Ist auch eine neue Ära, das Fahrzeug. Ja, Stauraum, großes Thema. Und da kommt jetzt gleich die Frage, die wahrscheinlich die Patricia noch nie gesehen hat. Wo geht denn das Ganze hin, was in die Toilette geht? Wir haben hier das Schott. Hinter dem Schott sitzen die Tanks. Wir haben hier die elektrischen Ablassschieber. Das heißt, der Fahrer kann über die Entsorgung fahren. Da ist unten eine Kamera. Er sieht am Bildschirm, ob der Stutzen unten über dem Rohr ist und kann die Ablassschieber von dem Fahrerhaus bedienen. Das ist nicht selbst gebaut, das ist professionell. Ja, das ist sehr professionell. Ja, ich habe mal gesehen, da hat einer das irgendwie nachgefeilt und gebaut. Das sah ganz süß aus, aber das ist, ich guck mal gerade, von welchem Hersteller das ist. Wenn die Leute, es interessiert ja immer, was da drauf ist. Na, man sieht es nicht, ist nicht so schlimm, aber es sieht toll aus. Danke. So, die Verrohrung ist C-Schlauch, glaube ich. Ja? Genau, wir haben hier eine Feuerwehrkupplung und das ist der Innendurchmesser, also das ist ein 63 Millimeter groß, starkes Rohr. Und innen. Das ist ein Standardrohr, kann man kaufen im Baumarkt, noch verlängern. Genau. Das ist das Rohr. Hinten ist das 24 Volt Ladegerät für die Starterbatterie. Genau. Die ist komplett getrennt, das heißt, wenn nichts mehr geht, das Auto geht noch. Natürlich, so soll es ja sein. Ja, ihr liefert mit jedem Auto einen Sicherungssatz mit dazu. Die Sicherungen sind so groß, sowas hat man wahrscheinlich noch nie gesehen, bis zu, ich glaube, 250 Ampere. Genau, das ist ja das Problem, dass man mit die Sicherung in der Regel an der Tankstelle nicht kaufen kann. Und wir geben jedem Kunden ein Kit bei, dass er im Falle eines Sicherungsausfalls die immer griffbereit hat. Robert, die Klappen hier, das sind auch andere wie ich. Das sind auch andere Dimensionen. Also wir haben hier hinter einen 500 Liter Dieseltank. Das ist sehr praktisch. Ich kann dort tanken, wo es am günstigsten ist. Genau. Und vorne haben wir noch einen NetBlue-Tank, der fasst auch nochmal 60 Liter. 60, ich glaube, das ist aus. Ich komme ja nicht drüber weg. Das heißt, mit 500 Litern und 19 Liter Durchschnittsverbrauch, jetzt muss ich mal rechnen, das sind 2500 Kilometer. Ja, ich habe hier mal 17 habt ihr gefahren. 17,5 Liter, ja. Ist ja interessant. Zufälligerweise öffnet die Klappe so, dass der Slideout nicht berührt wird. Das heißt, ihr habt es vorher nachgemessen. Genau. Die Dämpfer sind limitiert, sprich, die gehen auch gar nicht weiter auf, damit es hier nicht zur Kollision kommt. Ja, es war Spaß. Ihr habt das natürlich bedacht. Ja, weil oft denkt man nicht dran und dann drückt man auf den Knopf und... Bong. Genau. Darunter sitzt die Heizung. Wir haben hier in diesem Fall wirklich versucht, alles aus den Stauräumen rauszuholen. Wir haben unten, ich mache mal auf. Ah, die ist auch noch isoliert. Das ist eine extra angefertigte Box. Also die gibt es so im Geschäft nicht zu kaufen. Und dahinter sitzt die Heizung. Sag mal, als Sie die Werksführung gemacht haben, das haben ja viele deiner Mitarbeiter gesehen. Ja, die haben dann gesagt, oh, der Robert, der kennt sich ja aus. Haben viele gar nicht erwartet. Ja, Kollegen sind zu mir gekommen und haben gesagt, die haben mir so viel technisches Wissen nicht zugetraut. Weil du aus dem kaufmännischen Bereich kommst. Da du ja aber selber Camper bist und die Heizung gefällt mir. Ja, die kannst du in deinem Haus auch nutzen. Das Thema Diesel, das ist quasi ja Heizöl. Mhm. Ihr habt aber noch keinen Heizöltank drin, dass ich billiger tanken kann. Nee, der holt das aus. Nein, das wird sich hier auch nicht anbieten. Spaß. Wir haben hier daneben 500 Liter Tank und der ist vollkommen ausreichend. Und es ist nicht so, dass die Heizung den Tank leer pumpen kann, sondern der Stutzen ist so eingestellt, dass da noch 100 Liter drin sind. Mhm.
Das Ganze, wenn man an Dieselheizung denkt, ich habe eine aus Russland in meinem T6 verbaut. Die hat 3 kW, die riecht am Anfang ein bisschen, wenn man die anmacht. Das ist dann weg. Hier riecht gar nichts. Hier riecht gar nichts. Man hört es nicht, man riecht es nicht. Also das ist Diesel, schon. Ja. Mhm. Das ist nämlich so, weil... Ja, nichts mehr, Alte. Nee, also mit der Alte haben wir ja super Erfahrungen und die setzen wir auch weiterhin ein. Aber in der Dimension, also dann müsste man wahrscheinlich 2 Alte nehmen. Dann haben wir uns bewusst dafür entschieden, wirklich die Gastechnik rauszuziehen. Du siehst, wir haben hier kaum Platz. Also wir haben, obwohl das Fahrzeug knappe 12 Meter lang ist, wir haben hier keine Möglichkeit mehr, irgendwo einen Gastank unterzubringen. Hier ist wirklich fast jeder Zentimeter genutzt und das war auch so ein bisschen die Herausforderung, wo man platztechnisch was unterbekommt. Und ich glaube, das war eine ganz gute Lösung. Sag mal, ihr baut ja, ihr habt eine Kooperation mit einem Fahrzeugbauer, richtig? Genau. Ist der hier auch am Werk gewesen? Der ist hier auch auf der Messe vertreten. Ja. Das ist der Fahrzeugbau Meier. Der war hier auch tätig an dem Fahrzeug? Natürlich. Die Entwicklung beginnt bei ihm im Chassis. Der baut ja so ein Chassis mit uns gemeinsam komplett um. Also da geht man dann wirklich in die Prototypenphase und stimmt sich mit ihm ab. Also wir zerren auch von seinem Fachwissen. Ja, das heißt, ohne den ging das gar nicht? Nein, natürlich nicht. Das lässt sich ohne viele Lieferanten gar nicht abbilden, weil wir das Know-how natürlich vom Spezialisten benötigen. Die machen sonst noch was anderes als Morela mittlerweile? Ja, die sind ganz, ganz breit aufgestellt und wir sind, ich sage jetzt mal, einen Anteil von vielleicht 50-55%. Und der Rest sind andere Hersteller. So, ich zeige mal ein kleines Detail. Ihr habt tatsächlich einen Lasercutter, wie ich sehe. Denn ich meine, es sind ja so die kleinen Details, die das Ganze liebenswert machen. Aber ihr habt das ausgelasert. Genau, also unser Schlosser hat das Ganze ausgelasert. Der Name, der Vorname vom Schlosser? Ja, das ist unser, der ist ein Ort weiter. Das ist die Firma Hassler. Okay. Herr Hassler, da bist du im Video, da vorne ist es. Wie ist denn das, wenn der jetzt das Teil gemacht hat und der war wahrscheinlich zur Premiere dabei, oder? Oder nee, hat er keine Zeit gehabt? Das weiß ich nicht, also die kommt sicherlich vorbei. Sag mal, die Leute kaufen ein Fahrzeug meistens mit dem Auto mit oder haben die zufällig noch Mini in der Garage stehen? Nein, das ist wirklich, da kommen die, in der Regel kommen sie und haben ein Fahrzeug und wir bauen die Garage dafür. Okay. So, auch das Ganze hier Edelstahl, also das muss natürlich einiges aushalten. Ich habe hier nichts, was ich noch verriegeln muss irgendwie. Was ist hier mit der Rampe? Wo findet die Platz? Die Rampe wird dann unter das Fahrzeug geschoben und mit Schrauben fixiert, dass sie sich während der Fahrt nicht bewegt. Das sieht man hier, da sind die Löcher. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich das Fahrzeug haben möchte, wie ist denn die Lieferzeit? Lang. Wie lang? Wir reden hier wahrscheinlich nach der Messe von 12 bis 18 Monaten. Okay, das heißt, ich sollte mich dann irgendwann mal entscheiden, denn wenn ich es nicht tue, macht es ein anderer. Hat der Markt das Fahrzeug erwartet oder gebraucht? Ja, also wir haben für uns festgestellt, dass das Upgrade zwingend notwendig war. Wir haben hier mit dem Chassis Actros eine ganz neue Dimension aufgemacht und haben auch, du merkst an der Lieferzeit, dass der Bedarf da ist. Gab es Kunden, die ihr schon vorab informiert hattet? Also ich habe ja mal eine Rundmail bekommen, da war das dann drauf. Aber gab es Kunden, die ihr nachgefragt haben, ob bald mal sowas kommt, denen ihr das schon mal gesagt habt? Ja, wir haben, der Kunde ist ja bei uns ganz eng eingebunden in alle Prozesse. Und ich meine, die Nachfrage war da. Man signalisiert, dass man was macht. Aber das fertige Produkt haben wir wirklich dieses Mal versucht, so weit wie möglich nach hinten zu ziehen, sodass ein Großteil der Kunden und der Händler wirklich erst aus der Presse erfahren haben, was wir da planen und in welcher Form. Na toll, auch ich. So. Ich habe es gesehen, aber er sah übrigens silber aus. Das Weiß, was ihr hier habt, ja, das ist ja, ich sag mal, auch stark ausbesserungsfähig. Das heißt, ihr habt so ein spezielles Gel, was ihr, glaube ich, auf ein Gel-Coating, das kommt aus der Schiffstechnik? Genau, wir haben hier eine Glasfaserklappe, die dann mit Gelkohl ausgetupft wird. Die Seitenwand ist natürlich Aluminium. Ja. Und die Schürzen wieder Glasfaser. Genau. Ginge eine andere Farbe, wenn man das möchte? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte keinen weißen haben. Wenn man foliert, da muss man aufpassen, oder? Ja, ich meine, ich habe auch einen komplett silbernen Empire Liner gesehen, aber das ist dann beim Kunden, weil wir das im Werk nicht abbilden. Genau, man sollte auf jeden Fall, das habe ich gesehen bei vielen anderen, dann auch die Stöße lassen, denn es kann sein, dass sich die Folie anders ausdehnt, da gab es schon Unfälle, das ist so, aber das würde gehen, also der Kunde könnte sich das selbst folieren lassen, sollte aber besser im Werk mal nachfragen, was er beachten muss, oder? Genau, es gibt mittlerweile auch LKW-Lackieranlagen,
aber das ist wirklich dem Kunden sein Part, weil wir uns da einfach nicht zu sehr in die Individualisierung einmischen. Mhm. Ich finde die Farbkombination so, wie sie ist, schön. Ja, die ist schön. Aber das kann jeder Kunde für sich entscheiden. So, jetzt stehen wir hier, also ist auf der Messe. Das ist eine Verkaufsmesse, das heißt, ihr schließt hier auch ab? Wir schließen hier auch ab. Das war auch der Grund, warum wir gleich gesagt haben, dass wir am Caravan-Salon teilnehmen. Weil es für uns die wichtigste Jahresmesse ist mit dem meisten Publikum und wir hier einen großen Anteil unseres Umsatzes generieren. Robert, ich danke dir recht herzlich für den tollen Rundgang. Ich habe heute viel erfahren über das neue Fahrzeug. Es ist wirklich was komplett anderes, Patricia? Ja, es ist einfach, wie es der Name schon sagt, ein Grand Empire. So, und das lasse ich jetzt mal stehen. Und wenn Sie Lust haben, es gibt viele Händler. Ihr habt ein Händlerverzeichnis auf der Webseite? Genau, wir haben hier auch am Stand ein Händlerverzeichnis. Da kann sich jeder Interessent an den Partner wenden und wird beraten und betreut. Letzte Frage, ich darf ins Werk. Ihr ladet die Leute aktiv ins Werk ein. Das heißt, ihr bietet an, dass man auch mal durchs Werk gehen kann. Wie funktioniert das? Kann man einfach kommen oder sollte man sich vorher anmelden? Nee, man kann einfach kommen. Momentan ist es offen. Wir sind im Werk auch erreichbar für jeden Kunden. Wenn ich da mal ein Foto machen möchte, das geht? Natürlich. Ihr seid unglaublich nahbar. Man denkt ja so Hersteller von Luxusfahrzeugen, ja, die lassen die Leute nicht rein. Ihr lasst hier jeden rein, der das Fahrzeug sehen möchte, richtig? Natürlich. Man muss zwar ein bisschen Zeit mitbringen, weil du merkst, oder die Auflagen dieses Jahr sind andere. Wir können immer nur einen Haushalt ins Fahrzeug lassen. Ja, ihr guckt aber nicht, der hat jetzt eine Rolex an, dann darf er rein. Nee, hier darf jeder rein. Um Gottes Willen, jeder darf rein. Du siehst, wir haben auf beiden Ecken Bildschirme aufgestellt, dass man sich die Wartezeit ein bisschen verkürzen kann. Wir haben unseren Produktfilm auf beiden Bildschirmen laufen und jeder, der rein will, kommt auch rein. Ja, eine nette Anekdote vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sagen nicht den Sender, war jemand da, der wollte den Herrn Morello sprechen. Den gibt es aber gar nicht, denn ihr seid tatsächlich ein fränkisches Unternehmen. Ja, wir sind in Schlüsselfeld ansässig. Die Firma oder der Name Morello klingt zwar italienisch, aber das hat nichts mit Italien zu tun. Das sind aus Wortlaute Mobile und Reimann. Und ist ein deutsches Unternehmen. So ist es ja. Schön. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt mal ausklingen mit einer langsamen Kamerafahrt, beginnend von dem Mini mit dem Morello-Logo, das wir uns haben digitalisieren lassen für uns. Ja, denn vorne war ein Aufkleber kaputt, den habe ich mal ausgebessert. Leute, die Morello lieben, ich glaube, es gibt sogar Plüschbären mit Morello, richtig? Das stimmt, ja. Vielen, vielen Dank, Robert. Gerne, immer wieder.